Ja, hallo und guten Abend, liebe Zuschauer. Nach Tennis total, nun also Volleyball pur hier aus der Europahalle in Karlsruhe. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie erwartet ein Leckerbissen. Deutschland gegen die USA. Auch wenn die Deutschen zuletzt zweimal verloren haben, relativ deutlich mit 0:3 und 1:3, erwartet man sich natürlich für heute Abend wesentlich mehr. Die Halle ist beinahe ausverkauft, fast 3.500 Zuschauer hier in Karlsruhe, die alle ganz heiß sind aufs Spiel. Das sind Sie natürlich auch und unsere Kommentatoren sind Stelian Mokolesko, einer der Volleyball-Experten in Deutschland. Stelian Mokolesko, Ex-Bundestrainer und derzeit Bundesliga-Trainer bei ASV Dachau. Und er wird durch die Sendung mitgeführt von Christian Brandl. Und deshalb stelle ich jetzt auch für unsere beiden Kommentatoren viel Spaß beim Dessert. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch von der vierte Spieltag in der Volleyball-Weltliga. Es ist ein Wochenende voller Spannung. Guido Frank hat es schon angesprochen. Die deutsche Nationalmannschaft, die letzte Woche in Tucson und Phoenix gegen die Amerikaner zweimal verloren hat, möchte sich natürlich revanchieren. Die Chancen stehen vielleicht nicht mal so schlecht, denn Deutschland kann das erste Mal wieder in derselben Formation antreten wie vor 3 Wochen in München gegen Brasilien. Das heißt vor allem, dass auch Kapitän René Hecht wieder mit von der Partie ist. Der lange Berliner hatte 2 Wochen lang pausiert, um bei der Geburt seines Sohns Florian dabei sein zu können, der vor 14 Tagen geboren wurde. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle an die Familie Hecht. Hier sehen wir die deutsche Mannschaft, Trainer Igor Preloschny, engagiert, wie stets. Und er hofft natürlich auch, dass seine Mannschaft jetzt mit der Verstärkung von René Hecht zu einer ähnlichen Form auflaufen kann, Stelian, wie vor 3 Wochen gegen Brasilien. Ja, es ist nur sehr schade, dass Frank Reimann, der hier eingetroffen ist, mit einer Zahnentzündung ins Bett gehen musste und so, dass die erhoffte fast Optimalaufstellung leider nicht eintrifft. Aber mit René Hecht ist bestimmt auch die Möglichkeit da, über die Annahme etwas variabler zu gestalten, sodass Igor Preloschny die Möglichkeit hat, besser zu wechseln und auch mal taktische Wechsel zu machen. Ja, du hast angesprochen, die deutsche Mannschaft wird spielen mit dem Zuspieler Michael Dornheim aus Friedrichshafen, dann den beiden Mittelblockern Oliver Heidmann und der Robert Delnitz. Robert Delnitz vom SC Charlottenburg Berlin. Auf den Außenpositionen wird spielen René Hecht und Wolfgang Kuck. Und in der Diagonale spielt Franco Hölzig, auch vom deutschen Meister SC Charlottenburg Berlin. Und bei den Amerikanern ist ein Mann überraschend doch dabei, der die ganze Woche nicht trainieren konnte. Bob Samuelson, der Mann mit der Nummer 9. Ein ganz interessanter Mann, meine Damen und Herren. Da dürfen Sie sich auf einiges gefasst machen. Und gegenüber der Formation vom letzten Wochenende ist auch Brian Ivey dabei, das heißt die Amerikaner mit stärkster Formation hier in Karlsruhe heute vertreten. Das ist Bob Samuelson, der Mann mit der Nummer 9. Ja, es wird heute sehr wichtig sein, dass wir in der Annahme sehr gut spielen und gleichzeitig gut aufschlagen. Ja, keine besonders gelungene Annahme, aber dennoch Aufschlagwechsel. Michael Dornheim vom VfB Friedrichshafen, der Spielmacher der Deutschen, schlägt auf. Das ist Samuelson, den Block angeschlagen. Das war eine wunderbare Geschichte, der Greenbaum baggert. Im Bagger spielt er einen schnellen Ball auf die 4, das ist also etwas, was man äußerst selten sieht. Das ist für einen Fachmann wirklich ein Leckerbissen. Das ist Brian Ivey, der zweite Superstar bei den Amerikanern neben Samuelson. Er konnte wegen eines verstauchten und Phoenix nicht spielen. Schöne Aktion von Wolfgang Kuck vom Bayer Wuppertal. Zwingt einen weiteren Aufschlagwechsel. Ja, es wird wichtig sein, dass sie an der Aggressivität, die sie im letzten Spiel in Amerika hatten, dass sie das wiederfinden, zu der gleichen Aggressivität wiederfinden. Hier haben wir Robert Delnitz vom SC Charlottenburg Berlin. Von ihm wird einiges abhängen. Er ist der stärkste Angreifer der deutschen Mannschaft und hat in den bisherigen Weltligaspielen eigentlich in jedem Spiel überzeugt. Ja, das kann man nur unterstreichen. Oliver Heidmann vom 1. VC Hamburg. Schöner Aufschlag.
Bob Samuelson erstmals geblockt. Das ist der kleinste Mann bei den Amerikanern gewesen, Matt Lyles. Er ist nur in Anführungszeichen 1,92 Meter groß, der Außenangreifer, auch Hauptannahmespieler. Aber die Amerikaner spielen hier fast noch schneller wie in Amerika. Also ein Vor allem die Bälle auf die Außenpositionen, die gehen sehr, sehr flach. Und die Amerikaner versuchen, den deutschen Block anzuschlagen, weil er sehr groß ist. Ja, wunderschön. Das ist Tölzigs Spezialität eigentlich, Sprungaufschläge. Aber wenn er einen Lauf hat, da kann er ein paar Punkte machen. Das war der 1:1 Ausgleich. Und er probiert es gleich nochmal. Und der Ball wird vom Linienrichter innen gegeben. 2:1. Die Amerikaner sind dann nicht zufrieden damit. Sie meinen, der Ball war aus. Das war der zweite Punkt. 2:1 steht es. Nach diesen zwei super Aufschlägen von Franco Hölzig. Ja, da nehmen die Amerikaner an und der dritte war auch nicht schlecht. Ja, das hat er verschenkt, Eldi. Jetzt hat er nochmal die Chance. Der Ball war in. Das ist die 3:1 Führung. Oh, da haben wir aber einen guten Linienrichter. Ja, das ist sehr wichtig, dass die Amerikaner das schnelle Spiel nicht machen. Denn auf Standardsituationen, also aus dem Spiel schlechte Annahme, ist der deutsche Block eigentlich sehr gut. Ja, und ja, sehr schön zu sehen aus dieser Einstellung, dieser Doppelblock der Deutschen gegen Samuelson. Den Ball kann man aufbauen. Und da hat die Nummer 15 der Amerikaner, Matt Lyles, offensichtlich die Mittellinie übertreten. Und es wird geahndet. Das war der vierte Punkt für Deutschland. Und die Zuschauer gehen natürlich begeistert mit. Der Ball war ganz knapp im Aus. Oh, da hat, glaube ich, noch ein Amerikaner duschiert, aber das haben sie nicht gesehen. Und Samuelson, er moniert, er ist eigentlich dazu nicht berechtigt, das darf der Kapitän tun. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht bald schon eine gelbe Karte kassiert. Oh, der Ball war da, Unaufmerksamkeit bei den Deutschen. Das ist ein Ass, das ist zu ungünstigen Zeitpunkt. Das war gleich der zweite Punkt. Ja, gleich nach so einer Serie ist es nicht so gut. Ja, schön gemacht von Delnitz in der Mitte. Den hat er nicht mal voll getroffen. Ja. Aber das ist beim Delnitz, hat auch der Abwehrspieler Angst, wenn er der voll trifft. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung hier. Sehr schön gemacht. Vielen Dank an die Regie. Super Einstellung. Und René Hecht beim Aufschlag. Ja. Das ist gefährlich, der Linkshänder, der Zuspieler Dan Greenbaum. Das wird er häufig machen, dass wenn der Ball gut steht, dass er ihn dann schlägt. Richtig. Wobei er es in den Spielen in Amerika eigentlich überhaupt nicht getan hat, was eigentlich schon verwundert. Ja, da monieren die Deutschen, Wolfgang Kupp vor allem, dass der Ball touchiert war, aber das war er nicht. Klare Entscheidung. Da war Delnitz zu hoch. Wolfgang Kupp kann sich da durchsetzen. Der Ball war nicht mehr unter Kontrolle zu bringen von der amerikanischen Feldabwehr. Man sieht gleich, wie die Amerikaner Block und Feldabwehr kommuniziert haben, wo der Fehler war beim Block. Wieder Probleme in der Annahme. Das war es, worauf Igor Preloschny setzt. Und da haben die Amerikaner echt Probleme gehabt. Das war der fünfte Punkt für Deutschland. Damit gibt es automatisch eine Auszeit, eine sogenannte technische Auszeit, die unter anderem von Fernsehen genutzt werden. Für solch schöne Zeitlupeneinstellungen, wie wir sie gerade sehen. Und natürlich auch hin und wieder für Commercials. Das ist ja der einzige Unterschied zu der großen amerikanischen Mannschaft, dass die Außenpositionen der Amerikaner etwas schwer sind, wie die legendären Girelli, Börsis und Zwirtlich. Sonst die Mittellocker sind besser, Zuspieler ist gut und Samuelson ist, kann man auch mit Timmons gleichsetzen. Ja, der Mann hat vor allem ein unwahrscheinliches Charisma, das merkt man auch, wenn man sich mit ihm im Kreis seiner Mannschaft unterhält. Er ist voll akzeptiert als der Superstar, auch zusammen mit Ivy, aber Ivy hat sich in die zweite Rolle schon beschieden, obwohl er eigentlich der routiniertere Mann ist. 1991 immerhin als weltbester Blocker beim World Cup ausgezeichnet.
freuen wir uns, dass der Start der deutschen Mannschaft in diesem ersten Satz hervorragend gelungen ist. Also eine 5:3 Führung nach knapp 7 Minuten Spielzeit, das ist schön. Ja, Becker hatte schon heute Vormittag beim Training nicht den sichersten Eindruck hinterlassen. Der hat eine extra Schicht reingeschoben, Annahmeschicht. Und das scheint sich hier anzudeuten. Aufschlag, den Greenbaum, oh, der Ball wäre ausgegangen, aber den hat man lieber genommen. Ja, das war geschickt gemacht. Das hat er gesehen, das war Auge. Aber da muss Verteidigung reagieren, zumindest der Außenblocker. Und der Ball war da, das war ein Ass. Da deutsche Felder wäre wieder darauf gehofft, dass er ins Ausgeht. Das ist schon das zweite Mal jetzt passiert. Das sollte eigentlich nicht passieren. Aber es passiert auch schon im Routinier, dass er nach einem Ass einen Aufschlag verschlägt, was eigentlich den Trainer schon auf die Palme bringt. Michael Dornheim für Deutschland beim Spielstand von 5 beide. Der Ball war da. 6. Punkt. Das ist ein eigenartiger Start. Das sind nur Asse. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob der Ball noch drin war. Ja, wir sehen es nochmal. Ja, der war auf der Linie. Aus dieser Perspektive wohl zu erkennen. Aus der zweiten Reihe Brad Winslow. Vorher eine starke Partie, vor allem am letzten Samstag in Phoenix. Da hat er sich eigentlich erst in diese erste Stamm 6 hinein. Ja, die Amis haben noch einen zweiten sehr guten Mann draußen auf der Bank, den Sherman. So dass die also keine Probleme in der Mitte haben. Gibt ihnen auch mehr Variabilität in der Diagonale zum Zuspieler. Rein. Wir sehen es nochmal jetzt in der Wiederholung. Schöne Aktion von Brad Winslow, dem Mann mit der Nummer 17. Ja, da hat es der Block sehr schwer, die Entscheidung zu treffen, ob mitzuspringen oder zu warten. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung, diese Angriffsaktion, sehr schön gemacht, Franco Hölzig, keine Chance für die amerikanische Abwehr. Der Block, der Ball wird gerettet von Winslow, jetzt René Hecht, der passt den Ball weit nach außen von Hölzig, ja, da konnte er nicht mehr fest draufhauen. Oh, Matt Lyles umgeknickt. Oh. Ja. Oh, Samuels, sie scheint sich verletzt zu haben. Du hast es angesprochen, Stelian, ja. Ja, der ist da bei einer Blockaktion, ist er umgeknickt, aber hoffen wir, dass ihm nichts passiert ist. Und das ist schlimm für einen Volleyballer. Oliver Heidmann. Der Ball geht ins Aus, ohne Tusch. Das war Punkt Nummer 8 für Deutschland. Und Oliver Heidmann vom 1. VC Hamburg serviert weiter. Ja, die servieren alle auf dem Becker, das machen die sehr gut. Tja. Sehr gut organisiert vom dem Punktball mit Rückraumangriff über die Mitte von Michael Dornheim, der mir heute gut gefällt. Die Amerikaner nehmen die erste Auszeit. Ja, da kann Fred Sturm eigentlich nicht zufrieden sein, speziell mit seiner Abwehr heute. Ja, hauptsächlich die Annahme. Die Annahme ist schwach. Dass solche Aktionen passieren, gut, es war sehr gut herausgespielt von Dornheim, den muss man nicht haben, aber die Annahme ist sehr schwach und da auf diesen Punkt, da drücken die Deutschen sehr gut rein mit dem Aufschlag, vor allem auf den Becker, der ist nicht sicher. Ja, und das haben die Amerikaner wohl auch befürchtet, denn heute früh war ja Sondertraining nur für die Annahmespieler, eine Stunde lang mit dem Co-Trainer Rod Weil. Und da hat man schon gesehen, dass da echte Befürchtungen sind. Vor allem die Amerikaner wussten natürlich auch um die Gefährlichkeit von René Hecht. Den kennen sie ja auch vom letzten Jahr her. Und sie wissen, dass er natürlich der Routinier ist. Weil er ist ja im Prinzip der einzig neue Mann in der deutschen Stammformation heute. Ja, ist auch gut, dass er auf der Position 2 ist, weil die sehr schnellen amerikanischen Pässe, da ist er sehr groß. Da kann er aus einer ruhigen Lage die Hände hochstrecken.
Ja, das war einer dieser Musterangriffe der Amerikaner aus der zweiten Reihe. Da spielen die am besten eigentlich, was Mittelmann nochmal geht. Zu sehen. Schön dieser Brian Ivy. Und jetzt Bob Samuelson mit Sprungaufschlag. Ja, der muss gerettet werden. I said, hat er gerufen. Er will den Ball zuspielen und schade, der Block stand da, aber vom Block springt der Ball ins Aus. Und dieser Matt Light, er ist ja nicht sehr groß, aber er hat ein unwahrscheinlich gutes Händchen. Ja, sehr gutes Auge. Der Junge ist sehr dynamisch. Schöne Annahme. Ja, das sieht man, kann auch aus so einem Ball noch was machen. Ja, der Pass war nicht schlecht, aber der ist für René etwas zu schnell. Den Pass kann der Wolfgang Cook wesentlich besser schlagen. Ja, wieder Probleme in der Annahme bei den Amerikanern. Ja, aber sie lösen das, das ist das Problem. Solche Situationen, die muss da, der Block muss da stehen, da muss der Dreierblock werden, das war voraussichtlich. Ja, vor allem ist es so, dass sich immer mehr herauskristallisiert, dass eben Brian Ivy der Mann ist, der auch dann aus der zweiten Reihe kommt, der auf jeden Fall gesucht wird von seinem Mitspieler und von seinem Zuspieler Dan Greenbaum. Gute Aktion vom René. Ja, der Kapitän ist natürlich unwahrscheinlich wichtig für dieses Team. Man konnte es gegen Brasilien schon sehen, was er da gebracht hat. Selbst wie er im zweiten Spiel konditionell einige Probleme hatte, er ist der, der die Mannschaft zusammenhält. Schade aus deutscher Sicht, dass das nicht geklappt hat. Es war wieder der Matt Lyles, der Mann, du hast es angesprochen, Stelian, der unwahrscheinlich gutes Auge auch hat und auch ein Händchen hat. Ja. Da schlägt er auf jetzt mit der Nummer 15. Ja, wuchtig, Franco Hölzig. Wenn er zu großer Form aufläuft, dann ist ein Mann, der auch ein Spiel entscheiden kann. Er hat hier ein bisschen einen Vorteil, weil die Amerikaner nicht sehr groß sind. Ja, und da traut er sich, glaube ich, etwas mehr. Wieder Annahmeprobleme, schön zu sehen von hinten, von dieser Einstellung, dieser Tennisperspektive. Das war der 10. Punkt für die deutsche Mannschaft, 2. technische Auszeit. Ja, da hat Becker von den 10 Punkten unter 5 gemacht. Man darf gespannt sein, ob Brad Sturm, der Head Coach der Amerikaner, hier jetzt einen Wechsel machen wird. Wir horchen mit rein. Nein, ich sehe gerade, dass Guido Franke einen Interviewpartner hat. Jetzt höre ich was. Ja, Manfred Holzgreffer, Sie sind Mannschaftsarzt. Die deutsche Mannschaft hat das ja auch erlebt in den USA. Welche Bedeutung hat in der Jetlag? Ja, das ist ein sehr wichtiges Problem bei der Weltliga. Wir haben zum Beispiel vor einer Woche für unsere Zeit 9 Uhr morgens gespielt. Jetzt müssen wir quasi, und ist für uns die Zeit 11 Uhr nachts, sodass es für uns sehr schwierig ist, uns zu adaptieren. Nächstes Mal ist Japan dran und dann ist es wieder ganz anders. Okay, das gleiche Problem haben auch die Amerikaner. Zurück zu Christian Brandl. Ja, das ist natürlich ein interessanter Aspekt, der da angesprochen wird. Es geht ja innerhalb von 10 Wochen mindestens einmal rund um die Welt. Und mit dem Problem muss allerdings jede Mannschaft fertig werden. Also der Heimvorteil spielt aber sicherlich eine ganz entscheidende Rolle hier. Wieder auf Becker, der erneut Probleme hat. Ja, jetzt war Winslow derjenige, der aus der zweiten Reihe kam. Es ist auffallend, dass sie etwas wenig über Samuelson spielen, der jetzt sehr aggressiv wird. Klasse gemacht von Oliver Heidmann. Du hast es angesprochen mit Samuelson. Samuelson hat ja die ganze Woche nicht trainiert, weil er Probleme mit seinem Arm hat. Aber wir haben diese Aktion nochmal gesehen von Oliver Heidmann. Die soll natürlich nicht unkommentiert bleiben. Michael Dornheim beim Service. Matt Lights, der andere Annahmespieler. Oh, der ist schön weggesprungen. Der hat den Heidmann in die Mitte springen lassen, ist an ihm vorbeigeflogen. Das ist übrigens Schiedsrichter Begü aus Frankreich. Er ist der erste Schiedsrichter. Mit denen hatte ich mal große Probleme, wo ich noch Bundestrainer war in Frankreich. Da durften wir ein Spiel nicht gewinnen gegen die Franzosen. Es soll immer wieder vorkommen und zwar auch immer noch, also nicht nur früher. Aber wir hoffen, dass diese Partie hier ohne große Probleme mit den Schiedsrichtern über die Bühne geht. Und bisher hat sich ja gezeigt in der Weltliga, dass wirklich erstklassige Leistungen geboten wurden. Ja, das passiert jetzt auch zum wiederholten Mal, dass die Amerikaner auf Lobspiel setzen und damit auch Erfolg haben. Ja,
Ja gut, der Pass war sehr schnell, das blieb ihm fast nichts anderes übrig, aber das muss auch unser Abwehrspieler erkennen. Nick Becker, der Mann, der so große Probleme bei der Annahme hat, jetzt beim Aufschlag. Da scheint er sie auch zu haben, das ist ein zweiter Aufschlag, der ihm misslingt. Und Spielstand immer noch 10:6 für Deutschland, Oliver Heidmann. Ja, da muss René außen bleiben, weil wenn er sich bewegt, hat er keine Chance gegen den Lyle. Er muss mit ihm rechnen, er kriegt sehr viele Bälle auf der 4, sehr schnelle Bälle. Und wenn er von innen nach außen geht, hat er keine Chance mehr. Ja, Bob Samuelson, auch er mit Netzaufschlag. CS Northridge, was Sie da eingeblendet sehen unter dem Namen von Bob Samuelson, das ist sein College, das er besucht hat. Das ist in Kalifornien, in Los Angeles. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Mann, meine Damen und Herren, Eric Sato. Das ist die Wunderwaffe, die Geheimwaffe der Amerikaner. Der kleine Sato, 1,81 ist er groß, wird immer dann eingesetzt, wenn es brenzlig wird, macht Sprungaufschläge und ist ein sogenannter Backrow-Spezialist oder Abwehrspezialist. Ja, da hat Franco Hölzig. Und das macht wieder seinen Punkt, das ist so schlecht. Jetzt war die Annahme ganz gut und so eine Aktion, sowas baut diesen Jungen auf. Der hat schon Olympische Spiele entschieden. Ja, er hat den Amerikanern in Seoul geholfen, die Goldmedaille zu gewinnen, ja. Und in Barcelona war er im Bronzemedaillenteam. Und jetzt kommt er rein und sorgt für 2 Punkte. Spielstand 8:10 und Igor Preloschny macht, glaube ich, das einzig Richtige. Er nimmt jetzt eine Auszeit, die erste. Der Ivy hat den Delnitz etwas besser im Griff bei den Schnellangriffen. Also der passt sehr gut auf ihn auf. Wir versuchen mal mit reinzuhören, was die Amerikaner sagen, was Fred Sturm seinen Leuten mitteilt in der Auszeit. Wir hören jetzt die Deutschen. Der Satz ist sehr wichtig. Der Satz ist jetzt äußerst wichtig. Die nächsten 1-2 Punkte ein bisschen wegziehen. Wenn sie den ersten Satz gewinnen, dann glaube ich, können sie gut auf das Spiel gewinnen. Wenn sie den verlieren, wird es problematischer. Ja, vor allem die Zuschauer gehen voll mit. Hier ständig die Laola, die hier durch die Halle geht. Es sind übrigens 3200 Zuschauer in der Halle. Das heißt, die Halle ist ausverkauft hier in Karlsruhe. Eric Sato weiter beim Aufschlag. Ja, das war ganz, ganz wichtig, dass hier ein Aufschlagwechsel kommt. Wir sehen es nochmal. René Hecht voll am Block vorbei und da hat selbst ein Eric Sato keine Chance. Und René Hecht jetzt beim Aufschlag. Ja, da technischer Fehler. Brian Ivy, er ist der Kapitän. Er darf monieren, aber das hilft natürlich nichts. Wenn die Entscheidung mal getroffen ist, keine Frage. Das Spiel schon wieder freigegeben. 11:6 für die Deutschen. Bravo, Michael, bravo. Klasse Block. Er muss draußen stehen, weil der schlägt immer außen an. Und das war Paradebeispiel, außen die Antenne zumachen. Und da geht er gut rüber. Ja, schöne wunderbar. Einstellung sehr hier. Gut. Super gemacht. Das war der 12. Punkt. Und wieder Probleme bei den Amerikanern. Und er hat ihn wieder. Das jetzt könnte Punkt machen. Gut. Hölzig, da ist keine Chance mehr. Samuelson kam zwar noch an den Ball, aber den kann er nicht unter Kontrolle bringen. Klasse gemacht. Deutschland führt 13:8. In diesem ersten Satz. Schön zu sehen in dieser Einstellung aus der Tennisperspektive. Weiter René Hecht beim Service. Oh, Samuelson, da kann er nichts mehr machen. Oh. Ja, aber sie haben wieder den Ball, sie haben wieder den Ball. Der Ball geht ins Aus. 14:8, Satzball für Deutschland. Und jetzt Punkt, Punkt. Das Publikum geht unwahrscheinlich mit hier in der Halle. Grünbaum spielt etwas zu flach die Bälle, die Amis können nicht draufdrücken. Er will etwas zu viel des Guten. Ja, der wäre vielleicht sogar rausgegangen jetzt. Und? Block! Und damit ist es passiert. 15:8 geht er
erster Satz an das deutsche Team. Ja, das waren tolle zwei Blockpunkte von Michael. Der sehr gut, man sieht es auch jetzt wahrscheinlich, er bleibt außen bei seinem Mann. Er steht außen und wartet auf ihn. Das ist das Entscheidende beim Lyles. Super, das waren zwei entscheidende Punkte, also Kompliment. Wir sehen das nochmal aus einer anderen Einstellung hier, die uns die Regie zuspielt. Lyles, der Kleine gegen den kleinsten Deutschen, gegen Michael Dornheim vom VfB Friedrichshafen. Super gemacht von ihm. Ja, zuerst hat er in die Linie geblockt, dann hat er, wollte er Diagonale schlagen, das war sehr gut. Ja, was Besseres kann uns natürlich nicht passieren und natürlich halt den Zuschauern hier, den 3200 in der ausverkauften Europahalle zu Karlsruhe. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen zu Hause an den Bildschirmen geht es genauso wie uns. Das ja, Grimbaum hat etwas schlecht zugespielt, zu flach. Der hat drei gute Annahmen eigentlich nicht ausgenutzt mit Fehlpass. Und das war eigentlich unser Glück auch. Ja, man darf gespannt sein, ob Fred Sturm einen Wechsel vornimmt in der Annahmeposition. Also Nick Becker hat ja doch enorme Probleme. Ja, ich glaube nicht. Er meint, er lässt jetzt den Satz zum Einspielen. Die Erfolge des amerikanischen Teams sind kein Produkt des Zufalls, sondern das Resultat gezielter Trainings- und Technikmethodik. Co-Trainer Rod Wild trainierte mit den US-Boys noch heute Morgen gezielt Angriffs- und Abwehrvarianten. Dabei geht es nicht nur um individuelle Technik, sondern vor allem auch um die Abstimmung im Team. Block, Abwehr und Angriff sollen schließlich reibungslos harmonieren. Genau unter die Lupe nahm das Training des Bronzemedaillengewinners von Barcelona deshalb der Diplomlehrgang der Trainerakademie Köln. Feinheiten und Tricks der Amerikaner verriet Chefcoach Fred Sturm dann anschließend noch ausführlicher am Reißbrett. Eine Art transatlantischer Know-how-Transfer. Interessierte Zuhörer, der Trainer vom Meister SSC Charlottenburg, Olaf Kortmann, und Lee Hivan mit Stefan Mau vom Vizemeister Wuppertal. Detailliert zeichnete Sturm auf der Tafel Amerikas Volleyball-Varianten nach. Sturm also mit Theorie und Tafel, derweil sein deutscher Kollege, Bundestrainer Igor Priloschny, ist nicht mit Taktik, sondern mit Zauberstücken rund um die weiße Kugel versuchte. Ja, Olaf Kortmann, Zauberstück haben wir auch bislang von der deutschen Mannschaft gesehen. Sie haben nämlich den ersten Satz gewonnen. Sind das schon erste Erkenntnisse von Ihrem Stunde am Nachmittag eingeflossen? Ich denke, dass der deutsche Volleyball sich überhaupt nicht zu verstecken braucht. Das ist ein ganz normaler Meinungsaustausch. Die Amerikaner sind spitze. Aber ich denke, dass die Bundesliga auf so einem hohen Niveau ist, dass wir hier auch die Chance haben, die Amerikaner zu schlagen. Und es ist einfach super, was sie hier leisten auch. Gibt es große Unterschiede im System zwischen den Amerikanern, dem amerikanischen System und dem deutschen System? Das amerikanische System ist sehr viel spezialisierter, aber dadurch auch anfälliger. Die Deutschen sind ein bisschen mehr universaler. Man hat gesehen, dass die Amerikaner nur über zwei oder drei Leute spielen. Wenn sie die im Griff haben, dann ist auch in Ordnung. Okay, vielen Dank, Herr Kortmann. Zurück zu Christian Brandl. Ja, vielen Dank. Das war ganz interessant. Auch vielen Dank für die Zuspielung. Amerikanisches Trainings-Know-how im Transfer. Wir sind aber zurück im zweiten Satz, den Michael Dornheim beginnt. Man darf in der Tat gespannt sein, wie Fred Sturm jetzt reagiert, Stefan. Ja, es wird ihm nicht allzu viel überlassen, seine Mannschaft auf dem Spielfeld. Er hofft, dass sie sich jetzt akklimatisiert haben und mit der Halle da schon eingespielt, daran gewöhnt haben. Und es wird nach wie vor entscheidend sein, ob sie die erste Tempo spielen können, das heißt den schnellen Ball über Ivy und Winslow. Denn die Außenspieler sind nicht in der Lage, ein Spiel zu gewinnen. Ja, jetzt schaut aber. Ja. René Hecht mit dem Einzelblock. Der deutsche Block steht jetzt sehr gut. Sie gehen Mann gegen Mann. Sie verteidigen die Außenpositionen wesentlich besser und lassen über die Mitte, dadurch, dass wenig Angriff kommt, eigentlich die sie ignorieren die Mitte. Und das ist sehr gut. Ja, 2,7 Meter gegen 1,98 Meter war das. Oh, schade. Es ist immer dasselbe, nach so einem Blockpunkt darf eigentlich kein Abschlagfehler passieren. Das ist ABC des Volleyballs. Schön schnell gespielt von Michael. Das war wieder der Lange im deutschen Team. Schön diagonal gesetzt, dieser Ball von René Hecht. Und der Ball war im Aus, also der zweite Aufschlag hintereinander, der ins Aus geht. Und Bob Samuelson für die USA.
Oh, macht keine Sprungaufschläge mehr. Robert Delnitz. Ja, das hat der Michael gut gesehen, dass der Zuspieler in der Mitte blieb. Als schwächster Blockspieler und hat über den gespielt. Das ist sehr wichtig, denn es sind sehr viele Positionswechsel von den Spielern. Da geht meistens der stärkste Blockspieler auf den stärksten Angreifer und das muss der Zuspieler dann sehen. Ja, jetzt hat Franco Hölzig ohne Risiko gespielt, aber den Ball trotzdem verschlagen. Der dritte hintereinander vergebene Aufschlag der Deutschen und jetzt Probleme in der Annahme. Die Amerikaner gleichen aus. 1:1. Wolfgang Cook. Der Ball ist auch im Aus. Brad Winslow. Und jetzt René Hecht. Ja, die deutsche Mannschaft hätte die Chance hier zweimal gegen die Amis zu gewinnen. Und dadurch auch die Chance auf den zweiten Platz und Umständen der Weltliga in der Gruppe. Ja, das war gut, dass er da hingegangen ist. Sie haben es aus der anderen Kameraperspektive mal gesehen. Robert Delnitz, ein Mann mit der 13. Ja, er hält nur die Hand, weil er darf ja nicht überlangen. Ja. Und der Ball kam ja sowieso nicht mehr rüber, der ging in die Netz. Guter Block, sehr guter Block. Oh, da wollte ursprünglich Samuelsen den Ball nehmen, da kam aber von hinten sein Kollege und dann taucht er weg. Also mich, ja, jetzt schaut schon, dass der Becker rauskommt, denn der Mann ist da drin wirklich unter so einem Druck. Und René wird ihn sich wahrscheinlich wieder raussuchen. Also ich habe selten gesehen, dass ein Trainer seine Spieler so opfert. Weit ins Aus. Also du hast es vorhin angesprochen, das Hauptproblem, das die Amerikaner haben, sind tatsächlich die beiden Außenpositionen. Und Matt Lyce lässt sich jetzt anstecken. Da geht Becker. Es ist ja halt die Anfälligkeit, mit zwei Annahmespielern zu spielen, vor allem wenn diese zwei Annahmespieler auch Außenleute sind, dann ist der Druck sehr groß. Dann muss die Annahme kommen, weil wenn die nicht da ist, haben die Mittelleute keine Chance. René Hecht. Das macht er gut, er serviert gleich den neuen an. Und da sieht man wieder, Ivy, wenn die Annahme da ist, was der für eine Bedrohung ist. Er ist nicht zum Halten. Ist er gewaltig. Die Annahme kam von Duncan Blackman, der neu im Spiel ist für Becker, für Nick Becker. Oh, schön verteidigt. Das war Punkteabwehr. Ohne Block und verteidigt sehr stark. Und gleich der Gegenangriff, was eigentlich die Stärke der Amerikaner ist. Matt Light serviert. Aus. Solche Sachen passieren den Amerikanern auch nicht oft. Ja, Samuelsen regt sich auf, weil Greenbaum spielt etwas sehr durchsichtig. Er hat es auch schwierig gehabt, bis jetzt ein Spiel aufzubauen, denn es war sehr unterschiedliche Annahme, sehr schlechte Annahme. Aber wenn er sich nicht fängt, dann sehe ich schwarz. Wunderbar, Zweierblock beim Aufsteiger. Und dann war es noch ein technischer Fehler bei der Sicherung. Ja. Ja, und das heißt 5:2 bei dieser technischen Auszeit. Das ist überhaupt kein Problem. Wir hören, was Igor Preložny seinen Leuten in der Auszeit sagt. Er kann zufrieden sein. Jetzt haben wir kurz gehört, was Fred Stern seiner Mannschaft sagt. Aber die Bilder nach wie vor beim deutschen Team oder vom deutschen Team Igor Preložny. Er hat seine Mannschaft heute hervorragend eingestellt. Hat natürlich ein bisschen von der Formschwäche von Nick Becker profitiert und scheint heute nicht der Tag der Beckers zu sein. So ist es. Robert Delnitz. Punkt Nummer 6. Was mich eigentlich verwundert ist, dass Samuelsen überhaupt keine
Bälle bekommt, vor allem aus kritischen Phasen. Schlechte Annahme und so. Der läuft völlig leer. Jetzt. Ja, da wird auch auf technischen Fehler entschieden. Sie haben keinen Rhythmus. Ja, es ist kein Rhythmus zwischen der Ballgeschwindigkeit aus der Annahme und dem Anlauf des Angreifers. Das ist alles etwas abgehackt. Sie sind bei Weitem nicht im Spiel. Oh, Ass. Da war eine Riesenlücke. Da müssen Sie gleich sprechen, da muss es lauter gehen. Ja, das ist die beste Antwort. Dass da nicht mehrere Punkte hintereinander weggehen. Schöne Annahme von René Hecht in dieser Situation und Oliver Heidmann verwandelt das Zuspiel von Michael Dornheim. Das ist Duncan Blackman, der jetzt spielt. Das ist Brian Ivy. Gute Kombination. Sehr guter Rhythmus. Gute Annahme vom René. Und Sie sehen, die amerikanischen Spieler haben fast alle ein Tuch dabei. Damit wird sofort der Schweiß vom Boden gewischt. Es ist ja nicht mehr erlaubt, dass ein Spiel deswegen unterbrochen wird. Lediglich bei Timeouts ist das noch möglich. Und deswegen haben die meisten amerikanischen Spieler dieses Tuch hinten in der Hose. Aber Sie sehen es auch hier bei Oliver Heidmann. Der Ball war da. Der Amerikaner von vornherein schon angezeigt, dass er ins Aus geht. Aber der war ganz deutlich hier. Leider in dieser Einstellung nicht zu sehen, aber er war ganz klar da. Gut verteidigt. Das war etwas glücklos. Aber ich muss sagen, der deutsche Block gefällt mir sehr, sehr gut. Von der Aufteilung her. Duncan Blackman. Aber er setzt den Ball ins Aus. Der Mann, der von der Stanford University kommt, aber eigentlich aus Santa Monica und vor den Toren Los Angeles gelegen. Ja, komm. Schade, es waren Abstimmungsschwierigkeiten. Da müssen Sie mehr sprechen. Die Deutschen sind einfach zu still. Die könnten jetzt schon wesentlich weiter vorne sein. Jetzt Sprungaufschlag von Samuelson. Gut, aber knapp im Aus. Der kocht heute, der kocht. Ja. Da dampft es oben. Franco Hölzig. Er riskiert keinen Sprungaufschlag. Ja, müsste er aber. Da kann man sehen, mit welcher Wucht Samuelson den Ball trischt. Ich glaube, der Zuspieler Greenbaum hat auch die Anweisung gekriegt, etwas mehr über Samuelson zu spielen. Brad Winslow, Mann mit der 17. Long Beach State University. Oh, Hölzig wird geblockt. Vierter Punkt für die US Boys. Ja, kann ruhig an René anspielen, denn der Lyles bleibt hier außen. Jetzt wechseln sie wieder. Ball war aus. War schon der fünfte vergebene Aufschlag der Amerikaner in diesem Satz. Gut auf wieder von René. Probleme ein bisschen in der Annahme. Gut, jetzt ist die schlechter Pass. Ja, da kann man mehr draus machen. Ja, das war ein schlechter Pass. Also das ist aus gut verteidigt und der Pass kam an die Antenne, da konnte Cook nichts mehr machen. Touché. Ganz wichtig, dass Franco Hölzig da einen positiven Ball hat. Guter Block, sehr gut. Oliver Heidmann. Der Junge hat sich enorm gesteigert in den letzten Wochen. Ist ein ganz, ganz wertvoller Spieler. Spielt sehr, sehr gut. In der Mitte spielt er sehr gut.
Und er hat ja jetzt einige Probleme, während die Amerikaner Timeout nehmen. Man sollte es ansprechen, der erste VC Hamburg steht vor dem Rückzug aus der Volleyball-Bundesliga. Bekommt aber auch wenige Bälle, aber die er bekommt, ein bisschen locker oben stehen. Das sind keine harten Angriffe. Ja. Yeah. It'll come. We just got to be patient, okay? It's really worked to get into our offensive rhythm and keep serving tough. Keep serving tough. Keep serving tough. Das heißt also, macht harte Aufschläge, ja, riskante Aufschläge. Das ist interessant, aber das ist sicherlich ein Mittel, das er versucht. Damit hat er Erfolg gehabt in Arizona bei den beiden Spielen, aber da war auch Volker Braun drin. Wir wollen ihn nicht schlecht machen, aber jetzt ist die Annahme mit Sicherheit natürlich mit René Hecht und Wolfgang Kuck eigentlich stabiler. Ja, sicherlich, das mag aber auch an der Qualität der Aufschläge liegen. Ja. Bis jetzt sind die Aufschläge der Amerikaner nicht besonders. Und ja, wir hoffen, die bleiben auch so. Ivy schlägt jetzt sogar zweite Bälle außen, Mittelblocker. Ja, aber die Amerikaner sind konfus. Die deutsche Mannschaft müsste jetzt versuchen, Druck zu machen. Ja, das war super, Michael. Probleme in der Annahme, aber das hat er gut gemacht. Das war Michael sein Wechsel. Hat er sehr gut gelöst. Hat den gut überlobt in Samuelson und das heißt schon was. Das war ein sogenannter unmöglicher Ball. Das war aber offensichtlich touchiert bei den Deutschen, ganz klar. Brian Ivy. Das war der sechste vergebene Aufschlag bei den Amerikanern in diesem Satz. Und jetzt hat so ungefähr jeder schon einen verschlagenen hinter sich. Aber das hängt jetzt möglicherweise auch damit zusammen, dass eben Fred Sturm gesagt hat, weiter harter aufschlagen, riskant aufschlagen, meinte da vor allem. Ivy, den gut verteidigt, jetzt haben sie wieder Chance. Nein. Aus der zweiten Reihe. Ja, Wolfgang Kuck, das war nicht fest genug. Gut, Michael. Ja. Und Oliver Heidmann macht den Punkt. Aber Michael Dornheim spielt eine unwahrscheinlich starke Partie. Ja, vor allem, er musste von der Position 5 laufen, er verteidigt auf der 5. Und das war eigentlich die zweite Chance, da haben wir Glück gehabt, denn die erste haben wir vergeben. Ganz wichtig. 9:4 für Deutschland. Ja, meine Damen und Herren, sei mal daran erinnert, 15:8 ist der erste Satz und ging der erste Satz an das deutsche Team. Und jetzt steht es 9:4 und die deutsche Mannschaft spielt immerhin gegen den Bronzemedaillengewinner von Barcelona. Die deutsche Mannschaft spielt sehr gut. Und die deutsche Mannschaft will natürlich auch beweisen, dass die beiden Siege gegen Olympiasieger Brasilien keine Eintagsfliegen waren, wie es manche Journalisten geschrieben haben nach den Niederlagen in Moskau und in gut gemacht vom René. Arizona. Oh. Ja, da war das hat er stark gemacht. Eine große Lücke und das hat er gesehen. Ja. Gegen Dreierblock. Nochmal schön zu sehen hier. Super Lob von Bob Samuelson. Die Auszeit, die kommt jetzt sehr gut. Ja, Igor Preložnik geht auch gar kein Risiko ein, in solchen Phasen mehrere Punkte hintereinander zu verlieren. Dann nimmt er lieber eine Auszeit. Ja, ein bisschen beruhigen. Das Ganze, ich glaube, die deutsche Mannschaft hat jetzt so das Gefühl, sie könnte das gewinnen und ich hoffe nur, dass sie da... Genau, muss etwas mehr Risiko reingehen. Got them on the ropes, das heißt, die Deutschen hängen in den Seilen, wie beim einem Ausdruck aus dem Boxen. Das heißt also, jetzt weiter drauf, auf gut Deutsch gesagt. Jetzt hoffen wir nur, dass die deutsche Mannschaft sich da nicht so stark unter Druck setzen will. Ganz wichtig wird es ja, sein, das jetzt ist ein bisschen mehr Wunsch. Ja, er will seine Mannschaft psychologisch aufpeppeln damit, das ist ganz klar. Im Moment haben die nicht sehr viel, wo sie sich freuen können. Wunderbar. Schön Robert Delnitz aus der zweiten Reihe. Ja, Michael verteilt heute die Bälle sehr gut, sodass sich die Amerikaner nicht einstellen können. Aufschlag Oliver Heidmann.
schade. Ja, René ist immer noch in Bewegung. Er müsste draußen stehen bleiben bei dem Lyles, weil er ist zwei Kopf größer. Bob Samuelson. Ja, das war der 7. Punkt für die USA. Also wenn sie rankommen, dann ist es der Samuelson, der da antreibt. Eine gewaltige Energie bringt er auf. Ja, René Hecht schön angenommen jetzt. Klasse gemacht. Sehr gut. Dieser Überkopfball von Michael Dornheim auf Perfekt. Den Linkshänder Franco Hölzig, der von der Position 2 schlägt. Ganz toll. Ja, über 7 Meter, ein schöner Schuss. Sehr schöne Aktion von den beiden. Jawohl. Und ja, da ist was wert, dass er 2,7 Meter lang ist, der René Hecht. Da können die Amerikaner nicht viel machen draus. Der Rückraum. So, ja. Ist es. Bravo. So muss es sein. Das war der 10. Punkt für Deutschland. Technische Timeout. 10:7 der Spielstand. Wir sehen das nochmal. Franco Hölzig ist sehr stark aus dem Rückraum. Kein Fehler. Super gemacht und ich sehe gerade, dass Guido Franke einen Interviewpartner hat. Ja, Hartmut Giebels, Sie sind Teammanager der deutschen Mannschaft. Karlsruhe scheint ein gutes Pflaster zu sein. Im letzten Jahr der einzige Sieg in der Weltliga über Kuba, 3:2 und auch dieses Jahr sieht es gut aus. Sie haben recht, das Spiel ist natürlich noch nicht gewonnen, aber Karlsruhe ist für uns immer ein gutes Pflaster gewesen. Bei der Europameisterschaft in der Weltliga im nächsten Jahr, wir haben hier ein fantastisches Publikum. Wir haben eine gute Organisation. Wir sind immer gerne in Karlsruhe. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Zurück zu Christian Brandl. Ja, wir hoffen das natürlich auch, Stelian, dass die deutsche Mannschaft die Form weiterbringen kann. Ja, schaut ganz danach aus. Sind da sehr zuversichtlich. Ja, und die Zuschauer gehen natürlich voll mit. Sie sehen, dass die Laola macht in sämtlichen Auszeiten hier immer mehrfach die Runde. Und hoffen wir, dass die Zuschauer auch am Ende was zu feiern haben. Also sie gehen begeistert hier mit. Guter Block. Ja, hat er gesucht, Samuelson, aber er rettet sagenhafte den Ball noch. Sagenhafte Sicherung, sagenhaft. Er sichert seinen eigenen Ball und der Ball und war da. Punkt Nummer 11. René macht den Punktball sehr stark über den kleinen Mann, über den Lyles. Franco Hölzig. Er hat viele Varianten drauf im Aufschlag. Ja. Ja, Samuelson und Ivy sind im Prinzip jetzt die Leute, die gesucht werden bei den Amerikanern. Also ihre beiden Stars, um die ja der Coach seine Nationalmannschaft für 1996 aufbauen will. Da kommt nichts. Und jetzt wieder Eric Sato. Der Aufschlag muss abgenommen werden. Ja, den vergibt er selber. Das war der 7. in diesem Satz. Das heißt, auch er zeigt Nerven, Eric Sato. Er ist eigentlich sonst eine sichere Bank. Da gibt es Probleme, mit welchem Ball aufgeschlagen werden soll. Jetzt hat René Hecht den richtigen. Das war Ivy. Gut verteidigt. Heidmann, sehr gut. Und nochmal. Klasse gemacht, schöner Eckbagger, jawohl! Oh, jetzt! Schön, und jetzt muss Sato angreifen, die Chance. Kleine aus der zweiten Reihe, jetzt! Ja! Toll! Das war ein hart erkämpfter, verdienter Punkt für die deutsche Mannschaft, das war Punkt Nummer 12. Ja, das war ein Heidmann, sein Punkt, das zweimal verteidigt. Wir sehen das nochmal. Hört sich weit nach außen, da kommt er nicht mehr hin, der Bob Samuelson. Ich bringe ihn nicht mehr unter Kontrolle, nochmal aus einer anderen Perspektive. Da sehen Sie von hinten mit der linken Hand. Hölzig, aber das Spiel geht weiter. Und er hat ja, ihn wieder. Ja, und noch ein Block jetzt von Wolfgang Kuck. 13. Punkt für Deutschland. Also Greenbaum spielt sehr einfallslos. Sehr einfallslos. Die können ihn lesen wie ein Buch. Ja, schlechte Annahme wieder. Und nochmal der deutsche Block, der steht natürlich. Ja, der Ball war in. Da war der Wunsch der Vater des Gedankens bei den deutschen Spielern, dass der auch immer aus war. Aber alles kann natürlich auch nicht klappen.
spielen immerhin gegen einen Bronzemedaillengewinner. So ist es. Und gegen einen zweimaligen Olympiasieger. Ja, das darf man nicht vergessen. Vor allem sollte sich das auch mal ein paar Fußballfans vielleicht zu Gemüte führen. Es gibt auch andere Sportarten, wo absolute Top-Leistung geboten wird. Ja, schade, dieses Missverständnis. War schade. Da war mehr drin. Da können Sie sehen, wie er sich ärgert, der Michael Dornheim. Er sagt, das war seine Schuld. Ivy geht. Trevor Sherman kommt jetzt, da er gut gespielt hat bei den beiden Spielen in Phoenix und Tucson. Er kommt jetzt für Brian Ivy. Oh, blockfrei. Und sie verteidigen, das ist sehr gut, Michael. Michael gefällt mir heute sehr gut. Spielt sehr schnell, flach. Ja, aber da kommt jetzt selbst ein Erik Sater, kommt an diesen Ball nicht mehr ran. Oh, das war Glück. Den hat er nicht getroffen, den hat er überspielt. Hat noch gut gelöst. Hier ist Trevor Sherman. Das ist ein Bulle. Brad Winslow kommt wieder zurück. Trevor Sherman von UCLA, University of California, Los Angeles. Dafür steht diese Abkürzung, die größte kalifornische Universität, wo eine Menge guter Sportler herkommen. Ja, Wolfgang Cook, auch er eine solide Angriffsleistung heute. Na, er spielt die ganze Weltliga schon sehr gut. Also man muss dem Jungen ein Kompliment machen, seine ersten Länderspiele unter Druck und das macht er wirklich gut. Der Aufsteiger des Jahres im deutschen Volleyball. Oh, das war knapp. René hat ihn fast wieder gehabt. Spielstand 7-13 aus der Sicht der aufschlagenden Amerikaner, Duncan Blackman. Oh ja. Wird angezeigt, Ball gehoben von Schiedsrichter Begü. Hier haben wir ein großes Bild. Aus Frankreich kommt er. Samuelsen, da schlägt er ohne Not, möchte ich sagen, den Ball ins Aus. Den hat er unterlaufen, da war er, ist er zu früh abgesprungen. Wir sehen das nochmal hier. Der Pass kam von sehr, sehr weit, es ist sehr schwierig und da ist er ja einfach. War zu weit im Kreuz, den kann er nicht mehr platzieren. Ja, kann man was draus machen. Ja. Ja, sie bringen über die Außenpositionen nichts tot. Das ist eigentlich. Das war der 14. Punkt für die deutsche Mannschaft. Der erste Satzball im zweiten Durchgang. Ja, wieder Probleme in der Annahme für die USA. Und Samuels da wieder geblockt. 15-8. Oh. Oh, Hölzig hat sich zu sehr gefreut nach dem Geschmack von Samuelsen. Der war ganz sauer. Oh, da kommt noch was Heißes auf uns zu hier. Ja. Es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, wenn die Amerikaner angestachelt werden, speziell einer wie Samuelsen, der kann unter Umständen zu riesengroßer Form auflaufen. Schon, aber der weiß jetzt, dass da vorne ein Block ist. Ja, jetzt fängt er auch zum Nachdenken an. Und Hölzig wird sich gedacht haben, ab jetzt weiß Bob Samuelsen, wo der Bartel den Most holt. So ist es. Eine unwahrscheinlich starke Leistung der deutschen Mannschaft. Hier sehen Sie die Reaktion von Franco Hölzig. Das ist das, was man braucht. Die müssen sich selber nach vorne pushen. Ja, ja, hier hat Guido Franke einen interessanten Interviewpartner. Das ist richtig. Das ist Herr Papa Georgio. Herr Georgio, heute Nachmittag hat ihn Fred Sturm noch die Feinheiten des amerikanischen Systems erläutert und nun führt die deutsche Mannschaft beinahe die Amerikaner vor, oder? Die Feinheiten, die hat er natürlich referiert, aber ich meine, dass es war vielmehr ein Meinungsaustausch, der sowohl für uns als auch für ihn sehr gut war. Man muss nicht vom heutigen Spiel ausgehen, um die amerikanische, wenn man so will, Volleyballphilosophie zu beurteilen. Wir wissen, dass der Kollege Sturm eine neue Mannschaft hat. Er bereitet die Mannschaft auf Atlanta vor. Und man sieht eben, dass die Mannschaft noch nicht zusammengewachsen ist.
Andererseits muss man sagen, dass unsere Mannschaft im psychischen Bereich letztendlich die Amerikaner betroffen hat, deren Stärke das war. Und wenn man die zwei Sätze beobachtet, haben die Deutschen sehr aggressiv aufgeschlagen. Die Angreifer haben alle fast gleiche Anteile und mit Erfolg. Also der Dornheim hat das Spiel sehr gut verteilt und die Amerikaner haben Probleme in der Annahme. Ja. Sie haben das Spiel schon sehr gut analysiert und viele Gründe genannt, aber woran kann es denn liegen, dass die deutsche Mannschaft in den USA, in Tucson und in Phoenix so eingegangen ist mit 0:3 und 1:3? Man darf nicht vergessen, dass die Mannschaft nicht vollzählig war, als sie in den USA war. Das ist vielleicht der eine Grund. Der zweite Grund ist immer die Umstellung. Ja, die dauert immer und die Spieler sind nicht daran gewöhnt, solche große Reisen zu machen. Die müssen sich also an diese Umstellung gewöhnen. Ein Heimspiel ist immer ein Heimspiel. Es gibt sehr viele Ablenkungen, wenn man auswärts auf eine Mannschaft treffen muss. Trotzdem, so wie ich das erfahren habe, hat die Mannschaft im zweiten Spiel ganz gut gespielt. Was ist Ihr Gefühl? Ein Sieg ist drin, oder? Ich glaube, ein Sieg ist drin und man muss sowohl dem Bundestrainer ein Kompliment machen, als auch dem Bundesliga-Trainer, die wirklich, man sieht es ja, sehr gut gearbeitet haben. Die Amerikaner sind immer konzentriert, die arbeiten das ganze Jahr zusammen. Die bundesdeutschen Spieler, die sind in ihren Vereinen, die werden für kurze Zeit zusammengebracht. Deshalb Kompliment an die Bundesliga-Trainer und auch an den Bundestrainer. Okay, vielen Dank, Herr Papageorgi. Zurück zu Stylian Mokulescu und Christian Brandl. Ja, vielen Dank, Guido Franke und Athanasios Papageorgiou. Das war ein sehr interessantes Gespräch, eine interessante Analyse, während wir hier sehen, wie Franco Hölzig den Satz gewinnt für Deutschland. Hier sehen wir die erste Statistik. 8 Punkte direkt im Angriff bei Deutschland, 2 in den Amerikanern, Servicepunkte 4 bei den Amerikanern und Opponent Errors, das heißt also die direkten Fehler des Gegners, Blockpunkte für Deutschland und Aufschlagwechsel jeweils 20 Mal. Ja, man muss noch vielleicht sagen dazu, dass die deutsche Mannschaft auch in Amerika gut gespielt hat. Sie haben Sätze zu 13, zu 12, enge Sätze verloren und da wirkt natürlich ein 3-0 sehr, sehr krass, aber wenn man 15-13 und 15-12 verliert, 16-14 verliert, dann ist das natürlich, schaut das Ganze schon anders aus. Das war vor allem im zweiten Spiel, wo die deutsche Mannschaft sehr gut gespielt hat und sicherlich, man muss bedenken, und man muss es nochmal wiederholen, dass René Hecht nicht mit dabei war. Natürlich auch ein Frank Reimann nicht, aber der ist heute auch nicht dabei. Aber man sieht auch, was eben ein Spieler wie René Hecht ausmachen kann. Wobei die anderen sich natürlich auch mit dem Heimvorteil hier in Karlsruhe enorm gesteigert haben. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Auf der anderen Seite, selbst wenn die deutsche Mannschaft heute dieses Spiel gewinnt, morgen gibt es ein zweites und das kann dann genauso sein, dass die Amerikaner sich da enorm steigern, dass sie dann eben auch diese Zeitumstellung besser verkraftet haben. Aber der dritte Satz fängt an, Dane Greenbaum bringt den Ball ins Spiel. Ein sehr, sehr wichtiger Satz. Da ist der Start sehr wichtig. Dass die deutsche Mannschaft gleich in Führung geht, weil dann gibt es einen Schock für die Amerikaner. Wenn das umgekehrt ist, dann kann man in eine Tief reinfallen. Und der endet meistens mit einem Satzverlust. Und dann ist wieder alles offen. Michael Dornheim schlägt auf für das deutsche Team. Aufschlagwechsel. Ja, es kam, Becker kam wieder. Sie spielen also wieder wie im ersten Satz. Blackman ist jetzt Blackman für Matt Lyles drin, hat die Position getauscht. Das ist auch interessant, dass er Matt Lyles rausgenommen hat. Ja, der hat aber nichts mehr getroffen, der hat außer dem Block nichts getroffen. Ich sehe jetzt nochmal hier, schön aus der Perspektive der Netzkamera. Ja, die deutsche Mannschaft hat eine gute Annahme, Michael kommt sehr gut ins Spiel. Und da haben die Amis Probleme. Aus der zweiten Reihe, Brian Ivey, er und Samuelson. Ja, es wird sind die beiden sehr interessant sein, inwieweit er das Spiel jetzt umkippen. Also es können nur die zwei können das Spiel kippen, sonst keiner hier. Die anderen würden sich nur steigern, wenn es bei den beiden klappt. So ist es. Wir sehen, wie ein Schmied klopft er da drauf. Gut gemacht. Ja, sehr stark. Gut. Aber das war nach wie vor noch, der Pass war nicht sehr gut. Bei so Situationen muss man das noch besser spielen. Das war eine Notlösung, dieser Lob. Das war keine gezielte Aktion. Aber perfekt gesetzt. Winslow. Und jetzt Netzberührung
von der deutschen Mannschaft sofort gesehen vom zweiten Schiedsrichter, Herr Kurhorst aus Holland. Der erste ist Herr Begu aus Frankreich. Und Bob Samuelson schlägt auf. Ja, der ist heute aus. Ja, er hat, wie gesagt, die ganze Woche nicht trainiert. Er hat eine Probleme mit dem Ellbogen. Aber offensichtlich fühlt er sich in der Lage, heute zu spielen. Also das soll nur bedingt als Entschuldigung gelten. Und jetzt geht der Ball an die Decke. Man muss sagen, die deutsche Mannschaft spielt exzellent im Block. Exzellent. Und was sie im Vergleich zu den USA nicht gemacht macht, was sie besser macht, die verteidigten Bälle setzt sie um. Schöner Aufschlag von Franco Hölzig, bringt einen direkten Punkt, 2:0. Es muss also nicht immer ein Sprungaufschlag sein bei Franco Hölzig. Das ist richtig. Ja, Ivy, der Kapitän. Ja, beim Becker tut es nicht so Not. Duncan Blackman, oh, da hat niemand mehr damit gerechnet. Ja, da war die Information vom Block an die Abwehr und umgekehrt war nicht da, denn die Abwehr stand wie Block gewesen wäre. Brad Winslow beim Service. Ja, Davis. Da haben die Amerikaner wohl auch erwartet, dass er knallt. Schön gemacht. Sehr gut in die Mitte. Die Mannschaft spielt im Angriff sehr variabel heute. Kommt aus dem Netz, schade. Den hätte er lieber ins Netz lassen müssen, aber hätte er leichter gehabt. Bob Samuelson aus der zweiten Reihe. Da von muss er den Position Ball ins Netz, zwei. Bevor er hinlangt. Das war, hätte er ruhig aufbauen können. Duncan Blackman. Ja. Zweiter Aufschlagverlust schon. Oder vergebener Aufschlag. Also man muss sagen, da haben die Deutschen in Amerika besser gespielt als die Amerikaner in Deutschland. Ja. 3:0 heißt mittlerweile. Das ist die totale Konfusion. Also es ist selten, dass man eine so eine gute Mannschaft so unter Druck setzen kann. Richtig. Aber die Deutschen spielen sehr, sehr gut. Selten so ruhig und entschlossen gesehen wir die Mannschaft. Hoffen, dass wir nicht am Montag lesen müssen, dass die Deutschen dank der Schwäche der Amerikaner so gut waren. Sie spielen wirklich ein exzellentes Spiel. Der René ist auch ruhiger geworden, jetzt ist er zweifacher Vater, jetzt ist er wesentlich stärker auf dem Spielfeld. Nochmal in der Wiederholung. Er macht eine sehr, sehr gute Partie, René. Den holt der Robert Delnitz. Und jetzt müsste... Ja, der war fast an der Hallendecke. Der geht weit ins Aus. Oh, oh. Brian Ivy. Wir sehen das nochmal. Ein-Mann-Block. Und jetzt setzt er einen halben Meter ins Aus. 4:0 für Deutschland. Ja, es ist nicht seine Stärke, den zweites Tempo zu schlagen. Es war ein schneller Ball außen, er ist mehr für die erste, für die ersten Bälle. Das ist sein Ball, aber den haben die, also Heidmann spielt gegen ihn ganz, ganz stark. Ja, den kann Samuelson nicht unter Kontrolle bringen. Jetzt ist die Chance da. Ah, das war ein schlechter Pass von Michael. Zu kurz. Wäre die Chance gewesen für den... Der hatte keine Chance, der kommt, der erreicht den Heidmann nicht, der Ball. Der ist, hat sich schön freigespielt, ist weg vom Mittelblocker. Brian Ivy. Ja, schön. Franco Hölzig, Sie erkennen sofort, der Linkshänder, Mitte Nummer 12. Von der Position 4. Position links außen am Netz. Spielt sehr stark, vor allem er hat auch sehr gute, zwei, drei gute Blockaktionen gehabt, die dem Samuelson überhaupt nicht bekommen sind. Der Ball war aus, aber war touchiert. War touchiert, war ihn. Linienrichter hat sofort angezeigt. Spielstand nach wie vor 4:0 für Deutschland.
Gut gespielt. Robert Delnitz. Also Michael spielt exzellent. Verteilt die Bälle sehr, sehr gut. Der amerikanische Block ist völlig konfus. Die haben keine Linie dafür. Die versuchen zwar oft zu wechseln, vor allem die Außenblocker gehen nach, die Mittelblocker gehen nach außen. Aber das sieht er sehr gut. Samuelsen beim Aufschlag. Ja, da war er schon rechts vorbei und dann macht das eben mit links. Ja, der hat eine gute Höhe. Ball. Das sieht man, der hat eine gute Höhe, dann kann er das mit links rüber. Ja, ist der Mann mit der größten Reichweite im deutschen Team, der Robert Delnitz. 2,3 Meter ist er groß, der Mann vom SC Charlottenburg. Und das ist Franco Hölzig. Setzt den Ball ins Aus, diesmal Sprungaufschlag. Ja, sie müssen jetzt fast weniger Risiko eingehen, sie müssen einfach den Becker unter Druck setzen. Red Winslow. Naja, jetzt haben sie ihn. Aber das nutzt auch nichts. Schön nochmal zu sehen. Ja, in der Verfassung hat die deutsche Mannschaft wirklich eine sehr, sehr gute Chance, zumindest ihre Heimspiele auch gegen Japan und Griechenland gut abzuschneiden. Ja, da war die ganze Wut von diesem Brian Ivy, dem Mann mit der Nummer 5 drin, ein ganz hochdotierter Spieler. Er hat ja zusammen mit Bob Samuelson einen Vertrag, der ihm vom US-Volleyballverband allein $100.000 im Jahr garantiert und da sind noch keine Werbeeinnahmen mit dabei. Duncan Blackman. Ja, weil man sagen muss, das ist im Vergleich zu Italien eigentlich Taschengeld, was die Italiener verdienen. Er hat einen sehr guten Vertrag in Italien abgelehnt, um eben mit der US-Mannschaft sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Auf der anderen Seite, ich glaube, er ist clever genug und er weiß, wenn die amerikanische Mannschaft Olympiasieger werden sollte, dann kann er da so viel Geld machen und er ist eben in den Staaten und Volleyball hat in den Staaten allerdings im Moment noch nicht den Stellenwert wie andere Sportarten, aber man hofft es natürlich, dass sich das auch in Blickrichtung Atlanta noch steigert. Ja, das war der erste Punkt für die USA. Ja, das war was passiert, da haben die Amerikaner gewartet und da hatte Wolfgang Kuck keine Chance gegen den Doppelblock. Dan Greenbaum, der Zuspieler. Ja, ja, das sind die wichtigen Punkte, aus so schlechten Situationen muss man tot machen Bälle und das ist der Delnitz, das ist eigentlich die Feuerwehr da. Ja, und er hat heute natürlich einige Entlastungen, auch mit René Hecht und mit dem variablen Spiel von Michael Dornheim, da klappt ja auch fast alles. Ja, hier war kein Block da. Das war die erste gut gemachte Kombination von Greenbaum. Der deutsche Block war schon unten, man konnte deutlich sehen, Oliver Heidmann hat zwar nochmal versucht nach oben zu kommen, ja, aber das ist ihm nicht gelungen. Das war zu schnell, diese Aktion am Netz. Ja, das war ohne Not. Da muss er sich nur trauen, die können ihn nicht blocken. Das war lange Zeit 4:0 gestanden. Jetzt machen die Amerikaner relativ schnell zwei Punkte hintereinander. Die Annahme war nicht sehr gut von Wolfgang Kuck. Jetzt schauen wir, was jetzt passiert. Oh, das hätte aber auch pfeifen können als Zuspieler. Das war der Doppel. Dritte Punkt aber jetzt. Das macht er sehr gut. Aus der Mitte heraus. Praktisch aus einer schlechten Annahme über die Mitte angreifen. Wolfgang Kuck hat im Moment einige Probleme in der Annahme. Ja. Und Robert Delnitz, er sorgt für den Aufschlagwechsel. Sie sprechen zu wenig, René und Wolfgang sprechen zu wenig. Der ist dann irgendwann mal überrascht, dass er einen Ball bekommt. Das müsste da eher aufgeteilt sein. Wer den kurzen nimmt, wer den langen nimmt. Zuschauer fordern Punkte. Da wieder, ja, da stand der Block. Heidmann, sehr gut. Das war der fünfte Punkt, technische Auszeit. Da hat, glaube ich, wichtiger Igor Preloschny die ganze Zeit darauf gewartet, dass endlich der fünfte Punkt kommt. Jetzt ist es soweit. Vor allem für die Deutschen. Ja. Viele Bälle bekommt jetzt der Ivy-Jungs im Angriff. Keine Hektik, das sind gut geschlagene Bälle. Nicht, dass ihr versucht jetzt noch höher springen. Das ist okay, wenn er trifft über Block, letzte Spielhälfte, letzte Spieldrittel, ist egal.
nach wie vor gegen den kompakten Topperblock. Nichts besonders wie anstreben. Betrifft dich besonders. Gegen den Ivy. Hast du das verstanden? Wenn es gut angemacht, springst du voll mit ihm, nicht halbherzig. Ja? Ja, ich glaube, dem braucht man nichts hinzuzufügen. Es war gut zu verstehen, was Igor Preloschny seiner Mannschaft mit auf den Weg gibt. Aus günstiger Situation. Aus günstiger, nicht aus schlechter. Ja, Robert Delnitz. Ja, er erklärt ihm gerade, wenn die Annahme gut ist und Ivy sich gut entfalten kann, dann muss Heidmann voll mitgehen. Dann müssen sie Mann gegen Mann spielen. Und das ist auch richtig so. Weil da hat das Spekulieren eigentlich keinen Sinn. Ja, 5:3 der Spielstand, nachdem die beiden ersten Sätze mit 15:8 jeweils an das deutsche Team gingen. Ja, das Publikum merkt, die Mannschaft braucht Unterstützung jetzt. Das ist so, da schwimmen sie ein bisschen. Ja, wieder schlechte Annahme bei den Amerikanern. Der Ball geht weit aus. Das war der macht gleich zwei Fehler. Punkt. In der Annahme und dann im Abschluss. Das ist ärgerlich. Wolfgang Kuck serviert für Deutschland. Das war Ivy. Ja, aber Ivy bringt nicht tot. Netz, oh, das war Glück. Ja. Ball von Delnitz ging weit ins Aus, aber Netzberührung der Amerikaner. Und das bringt den 7. Punkt für Deutschland, 7:3. Samuelsen, aber gut, schön von Michael Dornheim, da ging der Ball oben an die Decke. Wolfgang Kuck war auf dem Weg, aber da war dann keine Chance mehr. Nochmal in der Wiederholung. Gut, ja. Drei gespielt, sehr gut. Dennis ist da zwar unterm Netz durchgelaufen, aber das darf er, wenn der Ball schon tot war. Ja. Also keine Fehlaktion von ihm. Oliver Heidmann serviert. Und Samuelsen. Er kommt am Block nicht vorbei. Jetzt Chance. Und dann nimmt der Block den Ball von Blackman mit runter. Das hat aber auch er war Glück aus. Also Glück. Bob Samuelsen. Er wird servieren. Geht auf Sicherheit. Oh. Er bringt das war der erste Fehler vom René. Das ist nicht schlimm. Mal sehen, ob er ihm gleich nochmal serviert. Knapp übers Netz. Oh, die Amerikaner springen jetzt voll mit allen Leuten. Winslow. Da hat er keine Chance mehr. Der Ball geht übers Netz ins Aus. Die Jungs sind ratlos. Ist aber ein Verdienst der deutschen Mannschaft, muss man. Franco Hölzig hat er tief durchgeatmet. Gut. Ja, sowas muss man nutzen und es wird genutzt. Becker ist wieder da. Er macht wieder seine Fehler. Ja, die Amerikaner nehmen Auszeit. Ja, Fritz Thörn macht eher einen ratlosen Eindruck. Der Mann links, der aber jetzt die Anweisungen gibt, ist Rudy Suvara, der Hey, the serving's getting him in trouble. All we have to do is side out and we got these guys. Hey, right where we der want them. Der Ausschlag macht die deutschen Probleme. Let's go now. Er muntert seine Spieler auf. Speziell auf Nick Becker. Und mit der Nummer 3. Let's go. Hier, danke Blackman im Gespräch. Es ist schön zu sehen, wie sie sich helfen. Ja. Hillard. Und Brian Hillard, der Mann mit der Nummer 7, der bislang hier noch nicht zum Einsatz kam. Franco Hölzig. Wieder Lyles macht Probleme wieder in der Annahme. Ja. Da versucht er drüber. Oh. Oder entscheidet er gegen Deutschland. Das möchten wir noch mal sehen. Das war da gibt es Diskussion. Oder er sagt, Übergriff. Er drüber gelang, Herr Begü.
Der französische Schiedsrichter. Schade, das wäre sonst Punkt der Nummer 9 gewesen. Der hat es noch nicht gelernt. Das ist die einzig richtige Antwort. Franco Hölzig. Jetzt gibt's gelbe Karte für den Hölzig. Weil er sich zu sehr gefreut hat. Man darf leider beim Volleyball keine Emotionen zeigen. Eine gelbe Karte ist wieder warme Semmel. Das ist gar nichts. Also, das ist, damit Farbe ins Spiel kommt. Ja. Das mit zweite darf er sich nicht leisten, dann gibt es gelb-rot und das heißt entweder dann Aufschlagwechsel oder Punktverlust. Aber wir hoffen, dass das natürlich nicht passiert. Bei den Amerikanern ist Matt Lyles jetzt im Spiel. Mal sehen, ob er es besser macht in der Annahme. Das war aber Duncan Blackman. Er muss außen bleiben bei den die Amis. Die Stärke ist die Linie. Und er geht immer noch, er lässt zu viel Linie frei. Das ist nicht gut. Duncan Blackman. Ja, der Ball war ihm aus, das war ein ungünstiger Winkel. Ja gut, aber er muss so einen Ball auch spielen. Und jetzt hat er gute Gelegenheit dazu. Fünfter Punkt für die Amerikaner, Duncan Blackman serviert. Schöne Annahme von... Oh, das war gut. Und jetzt muss die deutsche Mannschaft aufpassen. Die Amerikaner steigern sich schnell in den Spielrausch. Gute Auszeit, sehr gute Auszeit. Es sind auch einige amerikanische Fans da, die natürlich ihre Mannschaft anfeuern. Von Robert Delnitz springt der Ball weit ins Aus. Was ihr wollt. Wenn ich sage, du gehst vier, hat er seine Begründung. All right, you got that? Matty, is that you? Is that Matty on the left there? Matty's out on the left. Dass Sie sehen, dass Fred Stern, der Cheftrainer, links im Bild einen Kopfhörer hat, einen kleinen Mann im Ohr, damit bekommt er Informationen von seinen Leuten, Statistiken machen, die Spielanalyse machen. Und sie teilen ihm sofort mit, wenn ihnen was auffällt. Ja, die sitzen alle hinterm Spielfeld, die einen hinterm amerikanischen und die anderen hinterm deutschen Spielfeld. In Barcelona hat man ihm diesen Kopfhörer abgenommen bei den Olympischen Spielen. Und da hat er dann einige Probleme, ich habe es einen enormen Ärger gegeben. Ein Ass der Amerikaner und sehen Sie, wie die sich freuen. Jetzt muss die deutsche Mannschaft aufpassen, dass das Spiel nicht kippt. Spielerwechsel Deutschland für die Nummer 4, Oliver Heisbach. Kommt die Nummer 1, Ralf Bergmann. Ja gut, er musste jetzt etwas machen, Igor, aber ich glaube, dass der Heidmann wieder vorne reinkommt, denn der hat sehr gut im Block gespielt. Ralf Bergmann ist 2,6 Meter, er kommt vom Mörser SC. Das hat sich schon gelohnt, der Wechsel. Jetzt ist er am Netz, der Lange. Robert Delnitz schlägt auf. Gute, sichere Annahme von den Amerikanern diesmal. Ja, Robert Delnitz und Netzberührung bei den Amerikanern. Wichtig, wichtig, wichtiger Punkt. Also sehr gut verteidigt. 9-7. Schön zu sehen. Wieder. Die Anweisung vom Igor, voll mitzugehen mit dem Albi, ist sehr richtig und er bringt keinen Ball tot. Weiter Robert Delnitz. Samuelsen. Ja, der Ball springt weit in die Zuschauer. Aber die deutsche Mannschaft hat noch einen 2-Punkte-Vorsprung. Das nochmal die Zeitlupe. Ja, weit springt er. Den Greenbaum auf Matt Lyles, den kleinsten Mann. 8. Punkt für die Amerikaner. Ja, der schlägt nur an die, geht nur an die Hände. Ja, von René Hecht, schön. Gut, jawohl. Ja, da hat Samuelsen sich verschätzt. Er wollte den Mittelmann blocken und Ivy raus. Wollte raus, da war also keine Einigung. Michael Dornheim. Super verteidigt. Ja, schade, dass der Ball ins Aus springt. Ja, weit aus und kämpft er dieser dritte Satz jetzt, als die beiden ersten, die mit jeweils 15-8 an Deutschland gingen.
Ja, die 8 Punkte hätten die Amis schon. Ja, es ist wichtig, dass Delnitz gut ins Spiel kommt. Den hat er schön platziert, diesen Ball. Long line. Oh ja. Aus. Gut. Der Ball war ihm aus. Denn Greenbaum reklamiert, das Netz war. Das war ein Geschenk. Zu 8 jetzt. Für Deutschland und das heißt technische Timeout. Und ich sehe, dass Guido Franke einen Interviewpartner hat. Nein, er ist. Das ist wichtig, ich habe einen. Ja, er hat Bernd Pinkowski gesessen. Denn Bernd Pinkowski ist der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Was hat die deutsche Mannschaft denn taktisch geändert gegenüber den Spielen in den USA? Also heute läuft bei uns ganz hervorragend Punktballsituation. Das heißt, bei eigenen Ausschlag erarbeiten wir uns sehr konsequent Chancen und die nutzen wir bisher gnadenlos auch aus. Dazu kommt, dass bis auf ganz wenige Phasen auch unser eigenes Spiel sehr stabil ist, machen wenig Fehler und geben den Amerikanern dadurch auch keine Möglichkeiten, in ihr Spiel zu kommen, was ja sonst auch über Abwehr sehr kampfbetont ist. Okay, vielen Dank und damit zurück wieder zu Stelian Mokulescu und Christian Brandl. Ja, vielen Dank, Guido. Amerikaner sind schon bereit. Sie haben das Gefühl, dass sie im Augenblick eine Chance haben. Die haben es eilig. Sie haben sich ja jetzt in dem Satz auf jeden Fall besser verkauft als in den ersten beiden. Aber schauen wir, vielleicht kann die deutsche Mannschaft doch wieder durchziehen. 10-8 ist ja der Spielstand. Jetzt. Oh, schade, schade, schade. Der Block stand gut und er kam durch. Das war die Chance gewesen. Nochmal. Gegen Doppelblock haut er da drauf. Ja, der nächste Spielzug läuft. Schön. Der typische Beach-Abwehr. Ja. Aber René Hecht hat voll durchgezogen und da springt der Ball ganz weit ins Aus. Keine Chance, den Ball von Seiten der Amerikaner ihn unter Kontrolle zu bringen. Er muss außen zumachen, René. Duncan Blackman. Er hat ihnen nichts zu tun. Er läuft wieder raus. Und der schlägt jetzt Linie an ihm vorbei, anstatt dass er draußen steht. Das ist ein kleiner Mann. Bob Samuelson. Kein Sprungaufschlag. Und Netz. Und zweiter vergebener Aufschlag in diesem Satz. Ja, Dirk Oldenburg vom 1. VC Hamburg kommt jetzt für Michael Dornheim. Das ist ein taktischer Wechsel, um den Block stark zu machen. Ja, es wird wahrscheinlich der Doppelwechsel erfolgen mit Banowski dann. Aber jetzt haben wir einen großen Block vorne, den müssen wir ausnutzen. Gut, jetzt wer passt. Spielt zu? Ja, super, Touché. Super. Sie haben auch jetzt das bisschen Glück, was man braucht in solchen Situationen. Gute Eigensicherung. Ja, war ein schöner Pass, das muss man sagen, von Wolfgang Cook, den er über Kopf gestellt hat, auf Robert Delnitz. Und der nutzt die Chance, 11. Punkt für Deutschland. War gute Übersicht, er hat den besten Angreifer eingesetzt. Und Franco Hölzig, schade. Ja, das. Die Amerikaner wechseln und die Deutschen wechseln auch. Der angesprochene Doppelwechsel, leicht verzögert, kommt. André Barnowski mit der Nummer 16 kommt für Franco Hölzig. Ein taktischer Wechsel und bei den Amerikanern bahnt sich auch ein Wechsel an. Nummer 17, Brad Winslow, wird gehen und dafür kommt Eric Sato. Es ist zu wünschen, dass jetzt Barnowski glückliche Hand hat, um gleich einen Wechsel zu machen. Das ist das Wichtigste für so einen Zuspieler gleich. Er wird natürlich mit Sprungaufschlag kommen, der Junge. Ja, das ist nicht. Er war zu leicht. Oh. Ah. Eigentlich war der Aufschlag nicht so gefährlich, da muss man zwingen. Mehr machen. 9. Punkt. André Barnowski zu Delnitz. Ich verstehe nicht, warum so eine Aufregung ist. Der Sato macht immer den ersten Aufschlag, ist es ein Einwurf. René Hecht. Ja, die Deutschen müssen punkten. So, Matt Light in der Annahme, wieder nicht so toll, aber Duncan Blackman, er schlägt den Block an. Ja, das war jetzt schon mal ganz gut.
Das ist Duncan Blackman. Delnitz, jawohl. Da kommt selbst der flinke Erik Sato nicht mehr dran. Schön zu sehen hier in der Wiederholung. Schöne Einstellung. In. Ja, der Ball war in. Ja, da ist René falsch gestanden. Das muss ein Ball, den Ball muss man verteidigen. Der geht sehr schnell raus. Aber der Block fliegt immer noch und da muss man bei den Außenleuten stehen. Ja, da ist Delnitz unten durchgelaufen, hat die Linie überschritten und da kann auch was passieren. Sofort entschieden vom zweiten Schiedsrichter, 10-11 jetzt. Ja, das war das erste Mal, wo der Doppelwechsel nichts gebracht hat. Jetzt haben sie 3 Punkte verloren. 11 beide der Spielstand. Das müsste zurück, genau, er reagiert, auch Igor reagiert. Wechsel zurück. Balam Heidmann müsste jetzt rein, als Blockspieler in der Mitte. Ja, jetzt steht das Spiel in diesem dritten Satz auf des Messers Schneide. Bravo Hölzig, bravo. Michael, sehr gut angespielt. Müsste Holz rausgehen, ja, der geht zu Samuelsen. Ein bisschen anlachen. Ganz konzentriert. Er ist ein bester Freund auf der Gegenseite, ist das. Gut, ja, schön. Punkt, Punkt. Und springt. Oh, da hat jemand sein Tuch verloren. Ja, weg hat... Oh, der war drüben. Da war Samuelsen in... In der deutschen Hälfte, ja. In der deutschen Hälfte. Weiß nicht, ob unsere andere Kamera das vielleicht zeigen kann. Vielleicht hat sie es gesehen. Es wäre ganz interessant, das zu sehen. Hier, schauen Sie, wie Erik Sade den Ball spielt. Aber das war schon der erfolgreiche Ball der Amerikaner. Ja, jetzt, glaube ich, sehen wir das. Ja, genau. Da haben Sie gesehen, er war ganz klar mit seinem Bein drüben. Vielen Dank für diese Einstellung. Ja, aber wir haben war gut zu sehen, aber es hilft der deutschen Mannschaft nichts. Die Entscheidung des Schiedsrichters steht. Der war Zuschauer, der zweite Zuschauer. Brian Ivey, ja, der hat sich aufs Spiel konzentriert und nicht auf seine Linie. Der hat dem Spiel zugeschaut. Aber das war die einzige richtige Antwort, die die Deutschen geben können. Ja, Hölzig ist heute sehr stark. Michael hat ein gutes Gefühl für die Leute, die gut im Spiel drin sind. Das ist eine ganz, ganz wichtige Situation. 11 beide der Spielstand. Wolfgang Kuck, guter Aufschlag. Jawohl, jetzt. Punktball. Super. Jawohl, das war wieder Hölzig. Du hast es angesprochen. Ja. Der hat jetzt einen Lauf und Ralf Bergmann setzt ihn ein als Hilfszuspieler. Schöner Pass auf ihn. Ja, Michael hat den Ball verteidigt, er durfte nicht noch einmal. Ja, das war der 12. Punkt. 12-11 für Deutschland, 3 Punkte noch zum Matchgewinn. Jetzt Danke, sind wir bei 75%. Jetzt müsste der Block stehen. Gut. Gut prognostiziert. Ja, René war gut gestanden. Samuelsen wird noch träumen von ihm heute Nacht. Und morgen kommt er nochmal gegen ihn. Gute Vorbereitung für das Spiel, mental. Jetzt Wolfgang Kuck. 2 Bälle braucht die deutsche Mannschaft noch, um hier die Sensation perfekt zu machen. Okay, kann passieren. Den muss man abnehmen. Matt Lyles serviert. Ruhig, ruhig, ruhig. Oh, ja. Oh, Hölzig war das Privatduell. Hölzig Samuelsen setzt sich fort. 12. Punkt für die US-Boys. Ja, Heidmann kommt wieder, das ist wichtig. Bravo, René, bravo. Oh, da hat er sich lang gemacht. Schöne Diagonale, die Linie angedeutet. Sehr gut verzögert. Genau zwischen die beiden Amerikaner platziert. Schöner Aufschlag von Ralf Bergmann. Aus. Aber oh. Leider touchiert. Hätte auch übersehen können.
Ja, da. Der Franzose. Bob Samuels. Da hat er gerudert in der Luft. Heikle, da muss jetzt der Wechsel passieren. 13 beide. Heidmann müsste jetzt rein, ja. Früher. Das ist wirklich prekär, die Situation. Deutschland muss punkten jetzt, beziehungsweise den Aufschlagwechsel erzielen. Ja! Oh, oh, das stark. War das Beste, was passieren konnte jetzt. Das war die chinesische Mauer. Dennis toller Block. Den sieht man jetzt, perfekt gestanden. Ja. Hat er keine Chance. Die Deutschen müssen unbedingt jetzt punkten. 13 beide stets. Wer den nächsten Punkt macht, hat entweder Satzball oder Matchball. Das ist so, als würde man mit dem Auto gegen die Wand. Ja, fahren. Das war ganz Problem mit den Amerikanern. Aber Samuels, super, jetzt die jetzt. Chance. Die Chance. Und nein. Da schlägt er weit ins Aus. Gute Chance. Gut, da hätte Hölzig sich anbieten müssen als Linkshänder. Der Ball kam von links. Brad Winslow. Probleme in der Annahme, 14. Punkt, das heißt Satzball für die Amerikaner in diesem dritten Satz. Hoffentlich kippt jetzt das Spiel nicht. Igor müsste wechseln. Ja, Hölzig nutzt den Block, Blockberührung. Das heißt, Deutschland. Jetzt haben wir, glaube ich, Glück gehabt, den Hölzig war übertreten. Das hat er nicht gesehen, das ist ja gut. René Hecht, sichere Auflage. Ja. Winslow. Sehr gut verteidigt, jetzt die Chance zum und Punkt. Jetzt. Michi. Er rettet seinen eigenen nochmal. Ball. Und jetzt nochmal, wieder noch Chance. Eine Chance. Komm. Und nochmal, ja. Jetzt ist... Hölzig. Nochmal gerettet. Ah. Ah. Schade. Schade, das war ein leichter Angriff und hätte Bergmann verteidigen müssen. Zweiter Satzball für die Amerikaner. Das war der Treibschlag. War nicht vollgeschlagen. Ja, das bringt den Amerikanern einen Punkt. Und sehen Sie, wie die sich freuen. Sie sind weiter im Spiel mit 15 zu 13. Hat den Satz aber selber verloren. An die Amerikaner. Ja, wenn sie das nur nicht rächt hier. Deutschland führt nach 3 Sätzen in 2 zu 1. Sie sehen es eingeblendet. 15-8, 15-8 die beiden ersten Sätze für das deutsche Team und der dritte Satz mit 15 zu 13 an die Amerikaner, nachdem die deutsche Mannschaft von 13-11 geführt hat. Ja, hoffen wir, dass sie damit nicht von der Rolle ist und dass sich die Amerikaner nicht so sehr in eine Euphorie hineinspielen. Das ist immer die Gefahr bei ihnen. Natürlich, vor allem nach so einem Satz. Da haben wir große Unsicherheiten in der Annahme gezeigt. Der Verlust war so unnötig wie der Kropf. Ja gut, das heißt jetzt natürlich sich neu konzentrieren. Stelian, die Mannschaft hat ja die deutsche Mannschaft hat ja stark gespielt und ich sehe, dass Guido Franke einen Interviewpartner hat. Ich gebe aber nicht. Ja, das ist richtig. Das ist Stefan Mau, Coach vom deutschen Vizemeister Bayer Wuppertal. Ja, das Spiel ist jetzt etwas gekippt. Woran liegt es? Ja, die Amerikaner sind eindeutig stärker geworden. Die hatten in den ersten beiden Sätzen erhebliche Probleme mit der Annahme. Die Annahme kommt sicherer und dadurch können die auch ein bisschen ihr starkes Spiel aufziehen. Und wir haben leider durch diesen Diagonalwechsel, der etwas unglücklich war, nach meiner Meinung, ein bisschen den Faden verloren. Aber ich denke, dass die Mannschaft, wenn sie so zusammenbleibt, gleich wieder gut ins Spiel kommt. Ein Wort zu einem Ihrer Spieler, Wolfgang Kuck, das ist der Newcomer in der deutschen Mannschaft, hat gegen Brasilien schon geglänzt und auch heute macht er eine Riesenpartie, oder? Ja, also ich denke, dass er der Newcomer ist und ich denke, dass er es heute auch zeigt. Und ich hoffe, dass er das durchhält, vor allen Dingen dann in der entscheidenden Phase, auch bei 13-13, die Pässe noch so gut nach vorne zu bringen wie im Moment. Ja, noch ist alles drin und damit zurück zu Christian Brandl und Stelian Mokulesko. Ja, Stelian, kurze Analyse vielleicht von deiner Seite, wie du das siehst. Ich meine, Stefan Mau hat ja einiges angesprochen. Die Amerikaner sind sicherlich stärker geworden. Was kann Igor Preloschny jetzt seinen Spielern sagen? Ja, wir haben leider in den letzten 5 Punkten haben wir 3 Punkte mit der Annahme gekriegt.
Und das sind halt Dinge, da kann man fast nichts machen. Meiner Meinung nach hätte der Heidmann eher reinkommen müssen. Ja, wir sehen hier eine Statistik von diesem Satz. Ja, da sieht man die Aufschlagpunkte. Da haben die Amerikaner 4 Stück gemacht, davon 3 in der Schlussphase des Satzes. Und da tun die ja doppelt weh. Ja. Bei den Blocks haben sie sich ausgeglichen, die ganze Sache. Da waren wir immer vorne in den ersten 2 Sätzen. Aber jetzt wird die Annahme besser bei den Amerikanern. Und dadurch ist es auch etwas schwieriger für den Block. Wobei dieser Satz, der darf nicht verloren gehen. Ich glaube, die Mannschaft hat auch schon spekuliert damit oder geglaubt, sie hat sich sehr nah am Sieg gesehen. Und es war halt eine Fehlentscheidung auch von dem Schiedsrichter mit Samuelsen. Das wäre normal ein Punkt gewesen für die deutsche Mannschaft. Es gibt aber jetzt offensichtlich auch irgendwelche Diskussionen hier vom Schiedsrichter mit dem technischen Delegierten der FIVB. Das sind 2 Franzosen. Herr Begü ist der Mann mit der Brille, ist der erste Schiedsrichter. Der zweite ist Herr Kuhhorst aus Holland. Ja, der hat geschlafen. Ja, das war sicherlich möglicherweise ganz entscheidender Punkt. Es wäre ein Punkt gewesen für die deutsche Mannschaft in dieser Situation. Hier haben wir Brian Ivy, den Kapitän. Von ihm wird sehr viel abhängen. Es wird auch wichtig sein, dass wirklich unsere Außenspieler außen bleiben, die Antenne zumachen bei den kleinen Außenangreifern der Amerikaner. Denn der ist die Diagonale nicht die stärkste Richtung. Was man auch sagen muss allerdings ist, dass der Duncan Blackman, seit er im Spiel ist, auch für den Nick Becker, läuft es bei den Amerikanern besser. Er ist, du hast es angesprochen, speziell auf der Außenposition, der Position 4, weitaus stärker als Becker. Auch die Annahme klappt bei ihm besser und er nutzt vor allem die Longline. Ja. Er wird mehr eingesetzt. Becker ist ja überhaupt nicht eingesetzt geworden. Er hat ja nur die Fehler hinten gemacht und vorne hat er keinen Ball gekriegt. So, Michael Dornheim wird den 4. Satz zwischen Deutschland und den USA beginnen. Drücken wir der deutschen Mannschaft die Daumen, dass sie zu ähnlicher Form auflaufen kann nochmal wie in den ersten beiden Sätzen, die ja mit jeweils 15:8 gewonnen wurden. Der dritte, das sei nochmal erinnern, mit 13:15 knapp verloren. Und Heidmann, wunderbar. Aufschlagwechsel. Nochmal in der Wiederholung. Ryan Ivy. Ja, da stand er schön da hinten, der Duncan Blackman. Also ich glaube, die deutsche Mannschaft, wenn die sich bewusst wird, wie stark sie sein könnte, dann und noch mit Triller und Reimann, dann wird es wirklich eine Macht werden. Aber sie müssen sich bewusst sein ihrer Stärke. Ja, es ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man eben so ein Spiel gegen den Olympiadritten gewinnt, nachdem man den Olympiasieger ja schon geschlagen hat und dann sieht, dass man super eben gegen alle eine Chance hat. Und nochmal, genau so, jawohl. Bravo. Das deprimiert auch die Amerikaner. Sowas. Über den kleinen Mann gespielt, Michael hat es hervorragend gemacht. 2-mal hintereinander einen Kuck eingesetzt, gegen Einmannblock, ideale Situation. Wolfgang Kuck schlägt auf. Ja, schöner Aufschlag. Oh. Das war Ivy und der wird geblockt von Hölzig und er freut sich natürlich wieder und hat sich aber sofort abgedreht, sodass er nicht nochmal Gefahr läuft, eventuell wieder aufgrund seiner Freudenausbrüche hier eine gelbe Karte zu riskieren. Ja, gut, die verkraftet er wieder, ist ein neuer Satz, da ist es egal. 1:1. Samuelsen weit ins Aus. Ja, der ist völlig von der Rolle. Er hat Angst, er hat ein bisschen Angst. René war gut draußen. Er muss fairerweise sagen, er hat wirklich Probleme mit seinem Ellbogen. Es war bis im letzten Moment nicht klar, ob er spielen würde. Auf der anderen Seite. Oh, eine neue Kombination. Das erste Mal, dass die Amerikaner was Neues machen. Ich will den Fahrt nochmal aufnehmen. Auf der anderen Seite war sich natürlich Fred Sturm sicherlich des Risikos bewusst, wenn er einen Mann, der nicht voll fit ist, hier spielen lässt. Matt Light setzt den Ball weit ins Aus. Ja, Aufschlag. Gut, aber man merkt nicht an der Härte, dass dem irgendwas wehtut. Der beißt die Zähne zusammen. Ja, ja, Oliver Heidmann. Das ist sehr gut gespielt, die Kombination. Es wird wichtig sein, dass die Deutschen Druck mit dem Aufschlag machen. Vor allem jetzt auch versuchen, den abzunehmen, weil jetzt ist doch die schwächere Formation der Amerikaner vorne am Netz.
Samuelsen kriegt den Ball, nutzt den Block. 2:2. Das wird ein heißer Tanz, dieser Satz. Gut, gut gesichert, aber jetzt müssen sie mit dem Block. Wahrscheinlich Rückraum. Rebound. War schön gemacht von Matt Winslow, muss man ihm zugestehen. Bob Samuelsen. 3:2 führen die Amerikaner am Netz. Das Publikum geht mit, fordert Punkte von der deutschen Mannschaft, die im Augenblick 2:3 zurückliegt. Oh, wieder gut, Missverständnis bei den Amerikanern. Bravo! Jawohl. Gut reagiert von Michael Dornheim von am Netz. Ja, das war ein Hölzig, sein Punkt, einen sehr, sehr guten Aufschlag auf den Blackman. Sie müssen wieder die Verunsicherung reinbringen bei den Amerikanern. Super Aufschlag. Ja, da, die Amerikaner erneut wieder Probleme. Wieder Chance zum Punkt. Oh, ja, jetzt. Oh. Gut, ja, da muss er voll hauen. Da setzt sich die Gewalt durch. Jetzt, wir sehen es nochmal. Wunderschön. Ja, der Pass kam nicht gut raus. Und wieder Probleme bei den Amerikanern. Gut verteidigt, ja. Das ist die Chance, genau. Ja, das können die auch. Super Spiel. Toll. Jawohl, tolle Abwehr auf beiden Gewaltig. Seiten. Und jetzt Samuels, jetzt lobt er. Und nochmal geholt. Nochmal Chance. Oh. Ja, schade aus deutscher Sicht, aber das war der schönste Ballwechsel Super der ganzen Ballwechsel. Begegnung, ja. Der war etwas leicht fertig nach drüben, der hätte mehr verdient gehabt. Den merken wir uns nachher nochmal für eine Auszeit. Spiel geht weiter. Ja, Hölzig, jetzt nutzt er den Block. Wichtig, ganz wichtig. Hölzig ist heute stärkster Mann. Die deutsche Mannschaft führt 4:3. Kapitän René Hecht schlägt auf. Er ist ja ganz frisch zum SC Charlottenburg Berlin, zum deutschen Meister gewechselt, nachdem er in der letzten Saison ja in Italien in der zweiten Gut verteidigt jetzt Michael. Nochmal. Super Chance. Jetzt schön aus der zweiten Reihe. Schade. Oh. Man muss ein bisschen höher kommen. Ja, sowas passiert, dass er jetzt auch den Ball vor die Füße bekommt. Ryan Ivey. Frage, vier beide. Ja, jetzt entwickelt sich das ein sehr, sehr gutes Spiel. Gut, ja, so, Wolfgang. Schön genutzt von Wolfgang Cook. Michael traut sich mit ihm schnell zu spielen, das ist ganz wichtig für Cook. Dadurch, dass er nicht so hart schlägt, muss er schnelle Bälle spielen, dass er anschlagen kann. Und man sieht es auch, er spielt die Außenhand an. Genau so, die Linie zumachen. War der fünfte Punkt für Deutschland. Das heißt, technische Auszeit. Bravo, Michael, bravo. Er macht die Linie gut zu, gerade. Und das, ja, Michael wartet draus. Das ist das Wichtigste. Ja, war schön geblockt wieder. Weil die amerikanischen Außenangreifer sind schwach, sind der Schwachpunkt in der Mannschaft. Ja, wobei sie im dritten Satz besser ins Spiel gekommen sind. Lights. Genauso wie vor allem Duncan Blackman, nachdem Nick Becker draußen ist. Richtig, nur die letzten Bälle, die haben wir alle innen geblockt. Und wir konnten ihnen die stärkste Richtung, Angriffsrichtung freimachen. Ja. Und wir entscheiden das jetzt. Wir Initiative erzeugen. Und so müssen die jetzt überlegen und nicht umgekehrt. Ja, Oliver Heidmann hier. Er gefällt mir sehr gut. Der Junge spielt heute sehr gut, verteidigt sehr gut und spielt auch im Block sehr stark gegen Ivy. Aber schaut ihr vorher, wohin der Rückraumangreifer läuft, ja? Wenn er Mitte bleibt, ist größte Voraussage, dass er bekommt auf diese Ball. Ja, war eine interessante Information und Feststellung von Igor Preložny. Schauen wir mal. Ja, der Block muss schauen, wo der Rückraumspieler sich hinbewegt, weil
Sie spielen jetzt in der letzten Zeit über Rückraum ziemlich viel. Man sieht ja wieder, sie gruppieren um in die Annahme. Dann geht die erste Reihe geht nach rechts, die ganze erste Reihe. Ja, das war Ryan Ivy. Ja, und jetzt kommen sie mit drei Angreifer praktisch über zwei Blockspieler. Das haben unsere nicht. 2,01 Meter ist er groß, der Brian Ivy, damit der größte amerikanische Spieler. Ja, das war touchiert. Aufschlagwechsel. Hart umkämpftes Spiel im Augenblick. Ja, aber gutes Spiel. Schön zu sehen, wie Oliver Heidmann hier den Block getroffen hatte. Wieder Probleme bei den Amerikanern in der Annahme. Ja, das müsste ja, die Verteidigung haben. Da müsste Wolfgang Kuck hätte aus dem Netz raus müssen. Sehen das nochmal. René zieht sich zurück und das muss jetzt der Wolfgang Kuck, das war sein Ball gewesen. Und Ivy serviert. Ins Aus, schön gesehen von Wolfgang Kuck. Er ist ja zusammen mit René Hecht der Annahmespieler bei der deutschen Mannschaft. Beide Teams nehmen ja nur mit zwei Spielern an. Das ist also ein bisschen anders als früher, Stelja. Das ist richtig, ja. Das haben hauptsächlich die Amerikaner propagiert. Aber es gibt mittlerweile Mannschaften, die auch wieder mit drei Annahmespielern, drei bis vier spielen, weil es gibt nicht immer nur zwei sehr gute. Jetzt war mal der kleine Amerikaner Matt Lights von der Mitte aus erfolgreich, hat den Block angeschlagen. Ja, Block von den USA, 5:5. Da hat Delnitz den Block voll getroffen von Samuelsen. Ja, das war Punkt Nummer 6 für die USA. Die Amerikaner schlagen jetzt ein bisschen taktisch auf, kurze Aufschläge, versuchen den René ein bisschen in Bewegung zu bringen. Schauen wir mal, was er jetzt macht mit Leitz. Wieder auf René Hecht. Ja, der Linkshänder von der Position 2, Franco Hölzig. Ist logisch, wenn einer mal einen Fehler macht in der Annahme, muss er gleich den zweiten Ball wieder kriegen. Wenn einer das nicht macht, dann... Ja, gut, ist Samuelsen. Außen zu, sehr gut. Die Amerikaner kommen langsam ins Laufen. Winslow jetzt, der in Phoenix eine sehr, sehr starke Partie bot. Samuelsen serviert, mal sehen, er macht auch keinen Sprungaufschlag mehr. Wolfgang Kuck, ein bisschen Probleme. Da muss die Sicherung, muss er nachsetzen. Oh, das ist eine enge Phase jetzt. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Ja, Dennis ist ein bisschen müde, er schaut sehr müde aus. Aber es ist auch nicht seine stärkste Position. René Hecht jetzt. Oh, wir haben es verteidigen jetzt viel, viel besser. Wieder Hölzing, er ist eine Bank. Die Mannschaft müsste jetzt versuchen, sich nur auf den Wechsel zu konzentrieren, dass der Wechsel funktioniert. Schauen Sie, wie Winslow mit einer Hand versucht hat, ihn dort zu blocken. Oh, Ass. Ass. Sehr schön. 6:7. Der hat 4 Punkte gemacht mit dem Aufschlag. Jawohl, er war in. Ja, der war knapp im Aus. Okay, er hat immer hin für einen Punkt gesorgt. Und man muss auch ab und zu was riskieren mit dem Aufschlag. Brad Winslow für die USA. Ja, der wäre weit nach hinten gegangen. René kriegt im Augenblick Probleme in der Annahme, aber Hölzig löst es sehr gut. Hölzig ist in die Bresche gesprungen für Delnitz. Kann man schön sehen, wie hoch Ivy war, aber er wurde angeschlagen seitlich von Hölzig. René Hecht. Guter Aufschlag. Samuelsen, weit ins Aus. Keine Blockberührung. Das war Punkt Nummer 7 für das deutsche Team. Spielstand 7 beide.
dass der so schlecht spielen kann, das hätte ich auch nicht gedacht. Ah. Da ist der Hölzig überrascht gewesen. Ja, da ärgert er sich auch entsprechend. Er ging noch auf die Netzkante. Duncan Blackman mit Sprungaufschlag, da traut er sich was. Weil das hat ja bisher überhaupt nicht geklappt bei den Amerikanern und bei dem Spielstand. Ist ja nicht so, dass die Amerikaner hier so eindeutig dominieren jetzt in dem Satz, aber der steht in der Tat auf Messers Schneide. Ja, die sind aufgewacht, dieser dritte Satz. Sehr schön geschlagen, schön zu sehen. Vom Körper weggeschlagen. Technisch sehr schwer. Greenbaum ins Aus. Das war der vierte Vergebene für die Amerikaner. Der Ivy ist schon eine Klasse für sich. Ja, nicht umsonst waren die italienischen Vereine hinter dem Amerikaner her. Hat riesen Angebote gehabt, aber hat sich ja entschieden, in den USA zu bleiben. Oh, jetzt hat er einen Heidmann, bravo. Ganz voll mit ihm gegangen. Sieht man beim Heidmann, der geht voll mit ihm. 8:7 heißt das nun. Spielt er nochmal an, ne? Traut er sich nicht. Den haben wir. Oder haben die Amerikaner drüber gelangt, jawohl. Das so Ball muss tot sein. Und Samuelsen Tusch. Ins Aus. Nee, Tusch. Doch Tusch. Da war Berührung. Ja, das war der Ball, den hätte der auch pfeifen können, der Schiedsrichter. Da war der Amerikaner rübergegriffen. Tja. Erneut ins Aus. War mittlerweile der fünfte, den die Amerikaner verschlagen haben. Wolfgang Publikum Punkt. Wünschte ich mir etwas aggressiver für die deutsche Mannschaft, etwas lauter. Sie können das gut gebrauchen. Super, ja, verteidigt von Cook, jetzt ist Punktchance. Ein schlechter Pass von Heidmann. Das sind die Situationen, da muss man mehr machen, denn die rächen sich. Man kommt im Laufe eines Satzes vielleicht 4-5 Mal zu solchen. Der Ball war ein bisschen weit weg vom Netz, das ist das, was du meinst. Ich meine, Oliver Heidmann ist natürlich auch nicht der Zuspieler. Naja. Du meinst, er sollte es können. Gibt keine Entschuldigung. Gut, jetzt hat er die Chance, bei eigenem Aufschlag zu punkten. Gut verteidigt, der Junge. Bravo, ja. René, bravo. Ganz René wichtiger setzt sich durch Punkt gegen einen guten Doppelblock. Der lange Berliner schlägt zwischen die Hände. Ja, nächster Aufschlag, schon da. Ja, genau. Bleib außen. Die große Lücke getroffen. Bob Samuelsen. Das Spiel dauert jetzt schon fast 2 Stunden. Touché. Ein Kampf auf Biegen und Brechen jetzt. Ja, Hölzig ist wichtig. Der Michael hat einen Festpunkt mit Hölzig. Der bringt jeden Ball tot. Jetzt einen guten Aufschlag. Ja, der war schön. Oh, die Amis laufen. Der Luschter. Aber da war die große Lücke wieder. Die Netzkamera zeigt es. Block dreht ab. Ralf Bergmann, Brad Winslow serviert für die USA. Und Ralf Bergmann gibt den Amerikanern eine Chance. Und jetzt aus der zweiten Reihe, Hölzig. Nochmal die Chance. Nochmal aufgebaut. Bergmann muss sich anbieten. Bravo, René. Jawohl. Das ist es. Schlägt den Zuspieler an, den kleinsten Mann im Block. Das war das, was in Arizona ein bisschen gefehlt hat bei den beiden Auswärtsspielen in den USA von der Außenposition, solche Bälle. Antenne. Ja. Antenne, genau. Antenne, jawohl. Schön gesehen. Das war Punkt Super. Nummer 10 für Deutschland. Das heißt auch wieder technische Auszeit.
Sie müssen jetzt aggressiv bleiben. Ich glaube, Guido Franke hat einen Gesprächspartner. Das ist der Sportdirektor und Generalsekretär des Deutschen Volleyballverbandes. Ja, ich glaube, dass Guido Franke mit Lutz endlich, ich sehe ihn, er steht bereit. Jetzt sehe ich, dass die Kamera die beiden eingefangen hat. Ich darf abgeben an Guido Franke. Okay, schön, wir sind im Bild. Lutz endlich. Das Ganze scheint sportlich zum Erfolg zu gehen. Wirtschaftlich ist die Weltliga das sowieso für den DVV, oder? Ja, im Moment, wenn wir so ein Publikum wie in München am ersten Spieltag und jetzt am zweiten Heimspieltag auch in Karlsruhe begeistert, die Halle voll, dann kann das auch der Anfang vom wirtschaftlichen Erfolg für den DVV werden. Im Sportlichen müssen wir jetzt die letzten 5 Punkte herbeischreiben. Alles klar, wollen wir das Spiel nicht stören. Danke. Ja, danke, Guido Franke, das war gut gesagt von Lutz endlich. Ich glaube, die Zuschauer gehen mit, aber in der Tat, sie müssen die deutsche Mannschaft noch ein bisschen mehr anfeuern. 5 Punkte fehlen noch, 10-7 ist der Spielstand im vierten Satz. Und dann kann die deutsche Mannschaft wirklich für die zweite Sensation guter sorgen Aufschlag hier im Rahmen der Weltliga. Jetzt ist wieder eine gute Chance, Dreierblock. Samuelsen. Und er schießt den Ball weit ins Aus, ohne Blockberührung. Schon wieder Monierter und den Greenbaum auch. Es war keine Berührung, jetzt gibt sie mit Sicherheit Gelb für Big Bad Bob, den großen bösen Bob, so haben sie ihn getauft, weil er öfters mal ausrastet. Und das ist nicht das erste Mal, dass er Geld kassiert. Er hat schon ganz andere Sachen heraufbeschworen. Timeout nehmen jetzt die Amerikaner. Fred Sturm will natürlich seine Spieler ein bisschen beruhigen. Samuelsen mit der 9, da erfährt er... Er poliert. Er ist heiß geworden. Er ist heiß, natürlich. Es ist ein typischer Gewinnertyp auch. Ja? Der muss immer das Letzte geben. Da war keine Blockberührung. 4 Punkte fehlen der deutschen Mannschaft noch. 11-7 der Spielstand im vierten Satz. Sie muss aggressiv bleiben. Sie muss in der Situation einfach nicht mehr dran denken, was war. Einfach, sie können hier gewinnen. René Hecht. Konzentriert beim Aufschlag, der Kapitän. Dusch, ja, sehr gut. Duschiert Matt Lyles, der 12. Punkt. Ja, René kann ja fast von oben nach unten den Aufschlag rüberschlagen. Wenn er den gut trifft, ist das also wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Aufschlag. 12-7. Und wieder Probleme bei Leitz ein bisschen. Ja, aber jetzt Samuelsen, da hat er auch nur einen Block, da schlägt er locker vorbei an Wolfgang Kuck. Hätte sich unter Umständen der deutsche Block auf ihn konzentrieren müssen. Er wird jetzt den Ball kriegen, entweder er oder Ivy im Angriff. Duncan Blackman erneut mit Sprungaufschlag. Ja! Sie oh, noch gerettet. Gut gemacht vom René. Oh, da muss man auch mehr draus machen. Aus. Ja, Matt Lyles tut der deutschen Mannschaft den Gefallen. Er reiht sich ein. Bei dem darf man bei dem Punktwell nicht sehr hoch springen, weil er versucht da und auf die Finger zu gehen. Ja, aber er reiht sich auch ein in die schwache Leistung der anderen beiden amerikanischen Außenangreifer. Sprungaufschlag von Ralf Bergmann. Ja, da wird er geblockt. Von der 2 wieder. Ivy ist am Boden, der ist ausgerutscht. Der schlägt. Nochmal. Gut verteidigt. Aber der Leitz bringt den Ball eben auch nicht tot. Super. Immer wieder eine Chance für die Deutschen. Nochmal Ivy. Jetzt hätte er die Chance. Hält jetzt. Jawohl. Und nochmal. Aus dem Stand. Samuelsen rettet den Ball. Ein sagenhafter Ballwechsel wieder. Schade, dass wieder die Amerikaner das bessere Ende für sich haben. Das wäre ganz wichtig gewesen für die Deutschen. Wenn das der 13. Hatte Michael zu voreilig den Ball rüber gespielt. Schauen Sie nochmal hier. Er schlägt immer die Außenhand an. Das war Matt Lyles, der Kleinste. Dan Greenbaum, der Spielmacher. Schöne Annahme. Aus der zweiten Reihe. Der Ball geht an die Decke. Aufschlag wieder beim deutschen Team. Spielstand 12-7. Er ist mit Abstand der stärkste Mann im deutschen Team. Die anderen fallen nicht ab, aber er ist derjenige, der die Glanzpunkte im Angriff setzt. Er ist heute fürs Grobe zuständig.
Wieder, jetzt war wieder Chance. Chance zum Punkt. Heidmann muss stellen. Ja, da kann er wieder nur ganz locker drüber spielen. Aber die Amerikaner machen die Fehler und Hölzig macht den Punkt. Ja, das war nicht gut vom Heidmann. Der Hölzig war vorne am Netz. Der muss ihn anspielen. Da darf er nicht Rückraum spielen. 13:7. Zwei Punkte noch fehlen der deutschen Mannschaft zum Gewinn dieses ersten Weltliga-Heimspiels gegen die USA in Karlsruhe. Lights. Netzberührung. Ja, die Amerikaner bringen ruhig wieder bleiben, Eric Sato. Da müssen sie sich gar nicht zu dritt reinstellen, das ist ja egal. Die Chance, die jetzt für Deutschland ist, wenn Sato abgeblockt wird, beziehungsweise nicht durchkommt mit seinem Auftrag, ist, dass Ivy hinten jetzt raus ist. Und Ivy ist ein Mann, der hinten angreift. Sehr schön gemacht. Das war genau das, was die deutsche Mannschaft braucht. Jetzt fehlen den Amerikanern hinten, wenn sie nicht auf Sato verzichten wollen, ein Mann, der aus der zweiten Reihe stark angreifen kann, wie der Brian Ivy. Wolfgang Cook schlägt auf. Der wird sich jetzt einen der beiden nicht so sehr überzeugend spielenden amerikanischen Annahmespieler aussuchen. Wen hat er sich ausgeguckt? Ja, da hat Blackman Probleme, Sie haben das gesehen. Der krabbelt da. Und Samuels, ich kann ihn nur rüberbackern. Die Chance. Super. Jawohl, 14:7. Das hat er intelligent gemacht, der Junge. Für das deutsche Team. Ganz toll gemacht von Franco Hölzig. Schauen Sie mal, überlegt, er täuscht an, als ob er schlägt. Und dann macht er diesen super Lob zum 14:7. Und jetzt sollen Sie sehen, was hier los ist. Die Zuschauer. Große Chance. Fast würde ich sagen, Standing Ovation, sie sitzen noch alle, aber sie applaudieren. Matchpoint. Problem in der Chance. Annahme, wieder für Duncan Blackman. Und Samuelson. Oh, da haut er voll durch. Ja, den müssen sie eigentlich haben. Dreierblock. Na gut. Jetzt schauen wir mal. Lights. Dornheim zu Hecht. Jawohl. Nee, bravo. Hecht, zweiter Matchpoint. Punkt, Punkt, Punkt. Rufen die Zuschauer, sie fordern es regelrecht hier. Jetzt Oliver Heidmann. Dan Greenbaum. Ja. Ja gut, jetzt brauchen wir ein bisschen Geduld bei der ganzen Geschichte. Es darf nicht hektisch werden. Das war Duncan Blackman. Der Außenangreifer. Gar nicht so groß ist er. Bob Samuelson. Sprungaufschlag. Netz. Jetzt gut, dritter Matchball. Franco Hölzig jetzt. Was wird er machen? Sprungaufschlag. Jawohl! Oh, Ass. Der Ball war da. Ass. Das Spiel ist entschieden. Super. Deutschland schlägt die USA in 4 Sätzen mit 15:8, 15:8, 13:15 und 15:7. Eine super Leistung der deutschen Mannschaft, die gezeigt hat, dass der Sieg gegen Brasilien oder die beiden Erfolge gegen Brasilien in den Heimspielen in München keine Eintagsfliege waren. Tolle Leistung, Stelian. Muss man eindeutig sagen, die Mannschaft hat hervorragend gespielt. Sie hat, glaube ich, sogar eine Klasse besser, ich bin überzeugt, gespielt als in Brasilien. Gegen